Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Go to the next match, please. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Aktiv. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang gespielt. Kick es auf. Hopp. Go to the next match, please. Hopp. Go to the next match, please. Hopp. Ohne alles. Und auf Wiedersehen. Bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los und
Da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Vor den nächsten Rettspring. Hopp. 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 Vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickersambach, Kickersambach, Kickersambach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Geht wieder bei 0 los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Vor den nächsten Rettspring. Hopp. 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 Vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen.
Hop. 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 Go to the next, let's bring. Hop. Hop. Spiel von 1946 aktiv. Bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in anderen Spielen gesagt, was gesagt hat. Hop. 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 Go to the next, let's bring. Hop. Hop. Go to the next, let's bring. Hop. Hop. Ohne auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel Kickersambach gesagt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Locker, locker, unendlich. Was war, ist vergessen. Geht wieder bei 0 los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Ihr Lieben, ich sage Hallo und herzlich willkommen live aus Lich. Da spielt der OFC im großen Testspiel gegen den FSV Fernwald. Naja, und das ist ja schon mal ein Test gegen einen Hessenligisten, haben wir neulich schon mal gesehen. Also, die können schon richtig Fußball spielen. Insofern wird das ein spannendes Spiel. Ja, und ihr seht das. Ich habe hier eine sehr, sehr interessante Runde um mich geschart. Natürlich darf unser OFC-Geschäftsführer Thomas Subotzig nicht fehlen. Da freue ich mich drauf. Und jetzt habe ich hier die geballte Macht sozusagen der Pediprotektor AG, der Vorstand selbst, und ich fange einfach bei Ihnen an, stellen Sie sich mal ganz kurz vor. Genau, mein Name ist Dr. Olaf Stiller, ich bin Vorstandsvorsitzender der Pediprotect AG. Wir stellen Kosmetikprodukte her für Kinder und Erwachsene. Und unser Unternehmenssitz ist Marburg an der Lahn. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir wollen ja noch ein bisschen was hören über das Unternehmen. Machen wir hier weiter alle schicke rot-weiße Krawatten an. Das ist schon mal sehr gut. Selbstverständlich, das gehört dazu. Mein Name ist Sascha Dürfeld und ich bin der Vertriebsvorstand der Gesellschaft. Und? Mein Name ist Markus Knipping, ich bin der Finanzvorstand der Gesellschaft. Also, ich habe nicht zu viel versprochen. Den ganzen Vorstand sozusagen, der Pediprotect AG. Und ihr habt das eben schon gehört, ihr seid ganz hier aus der Nähe. Habt gar nicht allzu weit anzureisen. Ja, das ist absolut korrekt. Unser Firmensitz ist Marburg, also direkt hier um die Ecke. Das heißt, wir sind quasi aus dem Büro direkt rüber zu euch hier. Natürlich zum OFC, wie könnte es anders sein? Und da will ich mal fragen, was genau kann ich unter Pediprotect AG verstehen? Was genau macht ihr denn? Das machst du am besten. Oder hier. Ja. Also wir sind Hersteller von Sonnenschutzprodukten und Baby- und Kinderpflegeprodukten, sind breit vertreten in ganz Deutschland, exportieren mittlerweile aber auch in 8 weitere Länder und freuen uns, dass wir heute bei euch sein dürfen und dass wir euch, das darf ich vielleicht schon sagen, etwas länger begleiten dürfen. Ja, und da wollte ich noch mal ein bisschen nachbohren. Ihr seid, das kann man schon mal vorwegnehmen, jetzt Unterstützer ganz im großen Stil des OFC. Warum unterstützt ihr den OFC? Ja, genau, ich kann zu meiner Person sagen, ich bin seit 2013 Mitglied beim OFC, bin in der dunkelsten Stunde, damals mit dem Lizenzentzug, in den Verein eingetreten. Und auch viele Mitarbeiter, mehr als die Hälfte der Belegschaft, sind OFC-Fans. Und deswegen möchten wir
eine langfristige Zusammenarbeit mit dem OFC hier heute bekannt geben. Die Zusammenarbeit wird über 5 Jahre sein. Na, das ist doch immer ein Wort, 5 Jahre. Ja. Das ist ein klares Bekenntnis. Ein ganz, ganz klares Bekenntnis. Und wir werden es ja auch heute noch sehen. Im Zeichen des OFC werden wir zum ersten Mal die Fläche am Rücken mit der Pedibotec AG besetzen. Ich sage das vielleicht mal für die Zuschauer, wir dürfen hier so nah zusammenstehen, weil wir alle getestet sind und geimpft sind, also durchgeimpft. Insofern ist das hier wunderbar, auch hier im Freien möglich. Vielleicht machen wir einen ganz kurzen Tausch, dass ich Thomas Sobotzig mal ein bisschen befragen kann. Wir haben gehört, ein neuer Partner und das ist natürlich eine tolle Sache, gerade wenn es heißt 5 Jahre, das ist ein verlässlicher Partner. Ja, das ist außergewöhnlich, glaube ich, in der heutigen Zeit. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es jetzt auch vielen Unternehmen jetzt nicht so gut geht, vielleicht auch in dieser Zeit, während dieser oder nach dieser Corona-Krise. Und umso bemerkenswerter ist es einfach, einen Partner dieser Größenordnung zu gewinnen, der sich auch noch so lange verpflichtet. Das hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht. Ist, glaube ich, fast schon Novum. Deshalb freuen wir uns natürlich umso mehr darüber. Und welchen Platz wird denn unser Partner finden, sozusagen? Man kann schon sagen, auf dem Trikot. Ja, hinten auf dem Trikot unter der Nummer, das ist eine neu erschaffene Werbefläche, die der Verband freigegeben hat, um den Vereinen während dieser Corona-Zeit so ein bisschen unter die Arme zu greifen und zumindest die Möglichkeit zu eröffnen, dort Einnahmen zu generieren. Denn wie wir wissen, haben wir in der Regionalliga nichts außer Zuschauer- und Werbeeinnahmen. Und das Trikot ist ja das absolute Filetstück, sage ich mal, worum sich alle dann auch bewerben irgendwo. Deshalb ist es schon eine tolle Möglichkeit, da einen Partner präsentieren zu können. Leider hatten wir dann im Nachgang nochmal die Modifizierung erhalten, dass eben dann der Name des Partners eben nur in der Farbe der Nummer sein darf, also sprich alles nur einfarbig. Das wurde oder wird auch im Westen anders praktiziert, deswegen haben wir uns sehr darüber gewundert. Wir haben darum gekämpft, dass das geändert wird. War leider nicht möglich. So, ich kann den Verband an dieser Stelle nicht ganz verstehen, warum das so streng gehandhabt wird. Ja. Zumal, wie gesagt, da jetzt diese Einnahmen brauchen unbedingt. Und auch jetzt vielleicht mal in Richtung unserer Fans, dass sie natürlich immer ein Trikot mit möglichst wenig Werbung auch wünschen. Das verstehe ich auch. Ich glaube, das verstehen wir alle, weil ich glaube, dass alle, die hier stehen, nicht nur Partner, sondern auch OFC-Fans sind, ja. Wenn ich so sagen darf. Ja. Aber wir brauchen diese Einnahmen. Ne? Wir haben, wie gesagt, schwere Zeit hinter uns. Ich hoffe, dass das Schlimmste schon vorbei ist. Dennoch ist der Verein jetzt nicht auf Rosen gebettet und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich darüber, dass wir so einen Partner bekommen haben. Ja, und dann war so ein bisschen auch das Problem mit der Farbe, das haben wir eben gerade schon gehört. Und ich glaube, da können wir jetzt den Fans etwas ganz, ganz Tolles sagen, denn da hat die Pedibotec AG ja, sich etwas einfallen lassen oder ist im wahrsten Sinne des Wortes ja, für den OFC über den Schatten gesprungen. Das ist auch wieder richtig. Man muss natürlich an der Stelle sagen, natürlich hat jede Firma ihr eigenes Corporate Design. Im Normalfall weicht man von solchen eigenen Restriktionen auch nicht ab. Aber uns geht es, wie gesagt, nicht nur um eine Partnerschaft, sondern auch um eine Unterstützung, die wir leisten wollen. Und wenn das Reglement so ist, dann ist das für uns an dieser Stelle absolut in Ordnung. Und ich denke, man kann jetzt hier vielleicht auch mal das Geheimnis lüften. Das Geheimnis lüften wir. Das kennen wir schon bis hierhin. Ja, so sieht das Trikot von vorne aus und was der Sascha gerade schon gesagt hat, unsere Bereitschaft auf unser CI zu verzichten, haben wir natürlich auch gerne gemacht. Das heißt, wir sind jetzt auch in Rot auf der Rückseite des Trikots. Das ist ja wirklich ein Donnerschlag wert, so wie ich es immer hier gerne kommentiere. Das heißt, Sie haben sozusagen dem OFC das Rot-Weiß zurückgegeben. Auf jeden Fall. Das haben wir gemacht. Wir verzichten auf unser CI. Rot ist die Farbe von Offenbach und das war auch wichtig, dass wir damit ein Zeichen setzen. Also ich denke, Thomas Sobotzig, das ist eine ganz tolle Nachricht und die Fans achten ja auf solche Details unheimlich. Ne? Und das ist eine tolle Sache. Ja, das ist beileibe nicht selbstverständlich. Ich glaube, es gibt nicht viele Unternehmen, die diesen Weg mitgehen würden. Ich habe jetzt gestern in der OP einen anderen Vergleich gezogen, dass ich nicht glaube, dass jetzt Unternehmen eben dann darauf verzichten oder verzichten können. Aber das beweist noch einmal, dass es jetzt nicht einfach nur um einen Werbepartner geht, sondern dass da auch wirklich auch mehr dahinter steckt und wir da auch gemeinsam einfach hoffentlich eine erfolgreiche Zukunft vor uns haben.
Dann würde ich sagen, erstmal ganz herzliches Dankeschön. Das ist eine Riesengeste. Das freut uns, das freut die Fans, die das jetzt sehen und hören. Und ich habe auch gehört, im Fanshop gibt es sozusagen auch die alten Unikate sozusagen nochmal zu erwerben. Hier habt ihr euch auch noch was ausgedacht? Ja, richtig. Wir haben eine Kleinigkeit als Überraschung für die Dauerkartenbesitzer. Im OFC-Fanshop kann sich jeder Dauerkartenbesitzer kostenfrei ein Produktprobenpaket von uns abholen und auch ein Originalprodukt aus dem Hause Payday Protect. Also alle sind herzlich eingeladen, die Produkte auszuprobieren und zu testen. Und ja, wir freuen uns, dass wir unterstützen können. Und vom Timing her könnte es ja gar nicht besser sein. Wir sehen die Sonne und ihr seid ja die Spezialisten für Sonnencreme überhaupt. Ja, vollkommen richtig. Also wir haben natürlich, legen den größten Wert bei unseren Produkten im Bereich der Entwicklung auf Inhaltsstoffe, die einfach absolut hautverträglich sind. Gerade auch bei Personen, die vielleicht Probleme mit der Haut haben, beispielsweise Neurodermitis. Also unsere Produkte kann man wirklich bedenkenlos verwenden und wir freuen uns, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Fan hiermit ein bisschen glücklich machen können. Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur die Fans, sondern auch unsere Mannschaft nutzt ja die Produkte. Ja, definitiv. Die trainieren bekanntlich meistens draußen. Und ich muss sagen, ich habe das auch als Spieler oft leider unterschätzt. Das war jetzt die Zeit, wo man noch nicht so drauf geachtet hat. Und wie man jetzt an den vielen Falten um meine Augen sieht, war das jetzt nicht die beste Entscheidung. Umso besser ist es natürlich jetzt, dass die Jungs jetzt wissen, dass sie auch darauf achten müssen. Ihr Körper ist ihr Kapital, aber auch jetzt das Leben ist ja nach dem Fußball nicht vorbei. Deswegen ist es wichtig, auch jetzt dementsprechend sich auch zu schützen während solchen Wetters. Ne? Dann sage ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Payday Protect AG. Das ist eine tolle Nachricht. Und ich würde sagen, jetzt gleich soll es um Fußball gehen. Wir zeigen das Trikot nochmal hier ganz klar. Und dann werden wir gleich zurück sein, hier so in nahe 4-5 Minuten mit der Aufstellung. Und dann geht es nur noch um das Testspiel. Danke und bis gleich. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht. Wir sind alle da und wir wollen unsere Kickers sehen. Der Biblergeist, die Fahnen rot und weiß. So, früh morgens schon hier am Biberer Berg. Was gibt's denn Schönes? Dauerkarten kaufen. Ganz klar. Welcher Bereich? Block 3, Stehplatz. Okay, das muss sein, oder? Das ist Pflicht. Ja. Absolut. Habt ihr schon lange darauf gewartet, dass es endlich wieder losgeht? Ja, sowieso. Ein ganzes Jahr. Und wie sieht's aus? Vorfreude auf die neue Saison? Absolut. Ganz egal, ob du verlierst. So, ihr steht auch an. Ihr wollt Dauerkarten. So ist es. Erzähl mal, wie heiß bist du? Immer der Bersch. Ja? Immer der Bersch. Nee. Alles gut. Wir wollen doch nächstes Jahr aufsteigen. Aha. Da muss man doch dabei sein. Okay. Und wenn man schon sagt, wie ich seit 40 Jahren dabei ist, dann erst recht. So, gestern ging es ja schon mächtig rund. Hat man das hier auch an der Kasse 4 gemerkt? Ja, es standen zeitweise sehr viele Schlangen. Es hat sich dann aber gut verteilt. Es wurden aber gute Umsätze gemacht. Und heute soll es so weitergehen. Heute soll es so weitergehen, ja. Schön. Seid ihr dann schon dabei bei den Kickers? Ich bin seit 1978 dabei. Okay. Und ich seit 2018. Und natürlich auch jetzt in der aktuellen Saison, gell? Ja, natürlich. Da gilt's letzte Saison auch schon. Da haben wir halt von zu Hause aus geguckt. Ja, das war auch schön, aber jetzt wird es noch schöner. Ja, wir hoffen es. Wir hoffen es sehr. Okay. Also es fehlt uns, oder? Uns sehr, ja. So, was treibt dich her so früh hier morgens am Biberer Berg? Ich hole mir eine Dauerkarte für Block 2, endlich wieder Stehplatz. Ja. Und meine Mannschaft anfeuern. Ich freue mich riesig darauf, endlich wieder auf die Waldemar Kleintribüne zu gehen. Danke auch.
So, die nächsten Dauerkarten sind verkauft. Ello, das war gestern ein ganz besonderer Ansturm und heute Morgen geht es gleich hier weiter. Das stimmt, hier ist ordentlich was los und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Ja, alle, die gerne mehrere Dauerkarten kaufen möchten oder auch für mehrere Personen, es ist natürlich am einfachsten, hier vor Ort vorbeizukommen oder bei der Ticket-Hotline anzurufen. Da kann man für, ja, für 4 Leute eben die Tickets reservieren. Ansonsten ist jeder, der seine Dauerkarte bisher online gekauft hat oder nur für eine Person kaufen möchte, der kann das im Online-Shop ganz bequem machen. Danke für die Info, du musst weitermachen. Jawohl. Es geht weiter. Alles gut. Und wie schaut's mit dem UFC? Sehr gut. Wir haben wieder eine gute Gruppe, einen guten Vorstand. Ich hoffe, dass es weitergeht. Und deswegen muss die Dauerkarte her, oder? Genau. Und gestern hat es ja schon mächtig geräumt, über 1000 Dauerkarten. Gott sei Dank, weil der Verein braucht ja die Einnahmen. Und heute Morgen geht es gerade so weiter, oder? Ich hoffe, ich würde mich freuen, wenn wir so 6000 Dauerkarten verkaufen. Ist zwar nur ein Traum, aber warum nicht? Ihr werdet schon sehen, wie schnell sowas in Offenbach geht. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht. Ihr Lieben, dann sage ich hallo und herzlich willkommen live aus Lich. Eben habt ihr das schon gehört in der Pressekonferenz. Paddy Podect, unser toller, großer, genialer Partner, macht's möglich. Das Rot-Weiß ist zurück auf dem Kickers-Trikot. Und da danken wir natürlich der Paddy Podect AG, die sich hier wirklich, ja, was einfallen haben lassen und dass das so möglich geworden ist. So, und ich begrüße an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Marius Schnelker. Da ist er endlich wieder mal wieder. Hi Lars, ich freue mich sehr, sehr wieder hier zu sein. Und du sprichst es an, die Sonne kommt langsam raus. Ich habe es ein bisschen zu spät gehört. Ich hatte nämlich am Sonntag 2 Spiele und habe mich erst beim zweiten eingecremt. Das heißt, meine Nase war eigentlich so gut wie weg. Aber jetzt sind wir hier, haben Paddy Podect als Sponsor und vor allem super Bedingungen hier abends zu einem tollen Sommerspiel einfach gegen den FSV Fernwald. Ich bin gespannt, wie die Jungs sich heute präsentieren vor unseren Augen. Das sind wir alle und jetzt wollen wir natürlich auch sehen und hören, wie will und wird denn der OFC spielen? Du weißt wie immer mehr. Ja, wir haben die Aufstellung schon mal zusammengebastelt und zwar haben wir heute im Tor unseren Neuzugang. David Richter im Tor, neu dazugekommen. Gibt es doch eine Verteidigung? Das ist eine Katastrophe. Natürlich mit dabei, Serkan Firat auch. Christian Stark heute mit dabei, Neuzugang aus dem hohen Norden von St. Pauli. Und Matteo Andacic natürlich auch mit dabei. Und rein formativ ist es so, dass neben Sebastian Zieniecki wahrscheinlich Enes Sengin wieder in der Innenverteidigung spielt. Über links dann Ronny Marcos, über rechts Jason Breitenbach, über rechts dann weiter Jakob Lemmer. Und ja, dann denken wir uns, dass Christian Stark wahrscheinlich aus dem hohen Norden über die linke Seite spielen wird. Und im Sturm Dejan Bosic. Und dann schauen wir mal, wie das alles so läuft. Also, ein paar neue Gesichter heute mit dabei, ein paar Altbekannte, die ja schon beim letzten Mal gespielt haben gegen Ginsheim. Da gab es einen 3:0-Sieg, im Endeffekt dann doch sehr souverän. Die Tore fielen zwar alle erst in der zweiten Halbzeit, aber das kann sich ja heute ändern. Gegen einen weiteren Hessenligisten, FSV Fernwald. Die haben in der letzten Saison den 10. Platz belegt. In der nächsten Saison treffen sie unter anderem auf Bayern Alzenau und Eintracht Stadtallendorf. Die beiden kennen wir natürlich auch noch aus der letzten Saison. Wir blicken aber die Richtung... in Richtung oben
in Richtung obere Tabellenhälfte. Da wollen wir wieder hin. Wir wollen um den Aufstieg natürlich mitspielen. Und was da alles noch passieren muss, das schauen wir uns heute mal an. Mal gucken, wie sie in den Tritt kommen. Sie machen sich gerade noch warm, unsere Spieler. Jetzt gibt es gerade noch ein paar Torschüsse. Und dann sehen wir schon, dass zum Beispiel Tuna Dennis wieder heiß mit dabei ist. Doppelpacker ja im letzten Spiel gegen Ginsheim. Die zwei Tore zum 2-3:0 geschossen. Also der ist wieder komplett on fire, ebenso wie Dennis Hüseyin Basic, der heute erstmal auf der Bank Platz nehmen darf, also nicht von Beginn an ran darf gegen FSV Fernwald. Und da haben wir auch ein paar bekannte Gesichter, die auch damals schon mal in der Jugend bei uns gespielt haben. Unter anderem der Torwart ist gebürtiger Offenbacher. Und ja, wollen wir also mal sehen. Sie werden heute natürlich sehr frei aufspielen können gegen einen ambitionierten Regionalligisten aus Offenbach, gegen unser Team, die hier gerade weiterhin gut draufschießen. Schöner Schuss gerade. Ich glaube, es war Tuna Dennis ins linke Eck. Ich habe es nicht ganz erkannt. Aber ja. Lars, du hast gerade noch Kameras gerichtet. Mit wie vielen Kameras können wir denn heute wieder übertragen? Mit 4 Kameras werden wir übertragen. Und wir haben auch heute wieder unsere mobile Kamera. Die Hintertorkamera. Vielleicht können wir es mal, der Regisseur, so wie ich ihn kenne, der wird es uns gleich mal einblenden. Und da können wir mal schauen. Und da haben wir es. Okay. Also gut, dann müssen wir mal schauen, was da genau ist. Alles klar, ich habe eben schon angesprochen, die Spieler vom FSV Fernwald, ganz junger Kader, die haben sich auch erst letztens wirklich zusammengetan, 2020 so komplett neu zusammengewürfelt, das Team, den FSV Fernwald an sich, gibt es auch noch gar nicht so lange, erst seit 2007 haben sie sich gegründet, vorher war es der FSV Steinbach, das ist einer von 3 Stadtteilen hier aus dem Ort, aber gespielt wird hier beim VfR Lich. Schönes Sportgelände, super Sportmöglichkeiten auch hier. Und die Einnahmen, die Eintrittspreise, die gehen allesamt an die Flutopferhilfe. Super Geste. Und das Geld ist natürlich sehr, sehr gebraucht. Also wirklich unglaubliche Dinge, die dort passiert sind. Auch gehört aus Szene Offenbach, hat einen Aufruf gestartet für die Freunde in Leverkusen, die natürlich auch betroffen waren. Dort wird Geld gesammelt. Schaut mal bei Facebook vorbei, wenn ihr dort auch helfen wollt. Also jede Hilfe ist natürlich gerne gesehen und wird auch gebraucht. So ist es. Heute konzentrieren wir uns vor allem auf das Sportliche. Es kann gleich losgehen. Ich schätze mal 5 bis 10 Minuten sind es jetzt noch. Ich schaue gerade noch mal auf die Uhr. Ja, gut 10 Minuten bis zum Anpfiff. Es gibt noch ein paar Flanken von der linken Seite unseres Teams. Mal überlegen, wer heute denn Tore schießen könnte. Sind wir also gespannt. So, wir müssen technisch noch mal ganz kurz zurück und sind dann gleich wieder für euch da. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht. So, dann probieren wir es noch einmal. 2, 3, 4, da sind wir wieder. Und ja, das Bild hängt ein bisschen. Okay, dann müssen wir noch mal schauen, dass wir vielleicht die Sendung noch mal neu starten. Das machen wir jetzt. Alles klar, dann bis gleich.
So, dann schauen wir mal. Jetzt geht's weiter hier so richtig live natürlich aus Licht. Da haben wir die Bilder schön drauf. Und der Regisseur, der zeigt uns mal so ein paar Kameraperspektiven. Genau, da haben wir das. Da blenden wir mal durch, was wir heute haben. Auch die Hintertorkamera ist wieder da. Und das Ganze können wir uns jetzt genüsslich anschauen. Marius Schnelker ist da. Und der, würde ich sagen, könnte uns gerade noch mal die Aufstellung präsentieren für alle, die jetzt erst eingestiegen sind. So ist es jetzt auch ein bisschen besser geordnet. Ich habe es gerade noch mal zusammengeschrieben. Wir fangen an mit David Richter, unserem Neuzugang im Tor. Stefan Flauder, unser etatmäßiger Torwart, kann heute ganz entspannt auf der Bank Platz nehmen bei den Zuschauern. Guckt sich das Ganze hier an. David Richter also von Beginn an. Tramontana auf der Bank, kann also auch noch eingewechselt werden. Dann über links Ronny Marcos im Zentrum der Verteidigung. Enis Zengin und Sebastian Jelinecki. Und über rechts Jason Breitenbach. Als Doppelsechs stellen wir uns das so vor. Matteo Andacic und Tunay Dennis, der heute als Kapitän aufläuft. Über rechts dann Jakob Lemmer. Über links, ja, entweder Christian Stark oder eben Serkan Firat. Das müssen wir nochmal abwarten, wie sie dann spielen. Serkan Firat könnte natürlich auch auf die 10 rücken, also vor Matteo Andacic und Tuna Dennis und hinter Dejan Bosic. Der ist mit ziemlicher Sicherheit vorne drin in der Sturmspitze. Können uns also freuen auf das Spiel. Heute wieder neu zusammengewürfelte Mannschaft. Es ist natürlich ein Testspiel, da kann noch viel ausgetestet werden und da kann sich natürlich auch noch jeder beweisen, der dem Trainer noch etwas beweisen muss. Die neuen Spieler sind hier gut angekommen, viele Interviews schon gesehen, natürlich auch auf Kickers TV und UFC Fanradio auf YouTube kann man sie alle nochmal anschauen, sich ein Bild von ihnen machen, bevor es dann wirklich losgeht in der neuen Saison, machen bisher eine sehr gute Figur. Jason Breitenbach zum Beispiel, einer von ihnen, der heute wieder von Beginn an darf, hinten rechts drin, also alle schon begrüßt worden von Lars Kistner, alle schon interviewt worden. Alle schon mal sagen dürfen, wie sie sich denn jetzt hier fühlen in Offenbach und was sie erwarten von der Saison. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Wir haben noch viele Spieler, die wir einwechseln können. Das sind unter anderem Moody Chana, Mike Vetter, Lukas Hermes, Malte Kapstein, Davut Tuma, Dennis Hüseyin Basic, Elia Soriano, Oran Sense, Osarenren, Okungbova, Elion Mahmouti und noch viele mehr. Zum Beispiel Florian Boyay, Moreno Giesel und Laisa Arab. Also, bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Es sind noch gut 5 Minuten, dann ist hier Anpfiff. Der Stadionsprecher des VfL Lich, wo das heute alles stattfindet, liest auch noch die ganzen Namen vor, die heute mit von der Partie sind. Und ich gebe doch mal ab an Lars Kistner. So, ihr Lieben, also ist es angerichtet. Ihr habt die Aufstellung gesehen. Die können wir an dieser Stelle, denke ich mal, rausnehmen. Und wir zeigen mal, was wir an Kameras vorbereitet haben. Gehen wir sie vielleicht mal durch. Also, da haben wir unsere Hintertorkamera, genau. Also, das ist ja unsere mobile Kamera, die wir jetzt hier zuletzt aufgestellt haben. Also, das freut uns sehr, dass das hier auch auf dem Feld geklappt hat. Und dann geht's weiter. Was haben wir noch? Am Spielfeldrand natürlich direkt der Blick auf die Spielerbank beim OFC und Sreto beim Coachen. Und natürlich dann zwei richtig bemannte Kameras. Einmal von hier oben runter die Hauptkamera, das macht die Laia. Und einmal der Wolfgang, der unten die Specials für euch einfängt. Soweit erstmal, es ist angerichtet und ja, ich würde sagen, jetzt könnten wir auch mal sprechen über den Gegner. Das ist der FSV Fernwald. Richtig, FSV Fernwald heute hier als, ja, als Gastgeber dieses Spiels beim VfL Lich gegen unseren OFC Hessenligist. Letztes Jahr 10. geworden in der Hessenliga, in der Lotto Hessenliga. Nächstes Jahr wollen sie wieder neu angreifen. Der Kader hat sich relativ frisch so zusammengewürfelt. 2020, die Mannschaft an sich gibt es noch gar nicht lange. Also sie hat sich erst 2007 gebildet. Davor war es der FSV Steinbach, einer von 3 Stadtteilen hier in Fernwald. Also so sieht es aus. Noch ein sehr junges Team. Ein paar bekannte Gesichter sind tatsächlich auch dabei. Zum Beispiel Erdin Solak, der Mann mit der Nummer 10, hat 2008 und 2009 bei der U19 des OFC gespielt. Also er wird nicht mehr viele Leute hier kennen, vielleicht aus dem Trainerstab noch. Aber mal schauen, wie er sich heute präsentiert. Ebenso wie der Torwart Pierre Kleinheider, gebürtiger Offenbacher, fing an bei der SG Rosenhöhe. Und ich sag euch einfach mal die ersten 11 des FSV Fernwald. Wir fangen an natürlich hinten im Tor. Pierre Kleinheider, dann mit der Nummer 4 Lukas Burger, mit der Nummer 6 Julian Bender. Die Nummer 8 ist Luis Gonsalves, ist der Kapitän des Platzes heute. Erdin Solak, Nummer 10. Die Nummer 11 Patrick Markiewicz. Die Nummer 13 Nikolas Strack. Das ist so der Goalgetter der Mannschaft. Also ein Stürmer. Brian Mukasa ist auch mit dabei, der Mann mit der Nummer 17. Dann die 23, Janis Grönke. Die 25, Dennis Vural, hat unter anderem schon in der Super League gespielt in der Türkei. 4 Jahre bei Alanyaspor. Also kann auf jeden Fall was am Ball. Bin gespannt, was er heute zeigt gegen unsere Verteidiger. Und Ceyhun Dinler ist mit von der Partie, Nummer 27. Wir werden uns natürlich, wenn die Kamera
sich auf den Platz richtet und die Pfeife ertönt, ist noch viel mehr darauf konzentrieren, wie unser Gegner auch spielt, wo wer auf dem Platz positioniert ist. Aber allen voran wollen wir natürlich wissen, wie der OFC sich heute präsentiert mit den neuen Mannen im Kader. Heute also von Anfang an dabei David Richter, unser Torwart-Neuzugang. Hat die Rückennummer 23, ist aber, soweit ich weiß, erst 22, fällt also auch noch unter die wichtige U23-Regel. Also alles richtig gemacht und vor dem Spiel eben schon den neuen Sponsor begrüßt. Paddy Protect Sonnencreme, das hätte ich mir mal mehr zu Herzen nehmen sollen beim letzten Fußballspiel am Sonntag, da ich mir gut die Nase verbrutzelt. Aber in Zukunft weiß ich ja, worauf man zurückgreifen kann. So, jetzt laufen hier noch ein paar Spieler vorbei. Mike Vetter unter anderem und Flo Boja, die heute erstmal auf der Bank Platz nehmen dürfen. Können sich also erstmal eine Runde entspannen, schauen, was die Kollegen auf dem Platz so machen. Wir sind heute wieder mit 4 Kameras für euch unterwegs, haben also alle Richtungen, die man sich so vorstellen kann, um natürlich hoffentlich viele, viele Tore einzufangen von unseren Spielern. Vielleicht klappt es ja auch für Dejan Bosic heute, sein Tor zu machen. Vorne im Sturm ist von Beginn an mit dabei. Ein paar Meter von mir entfernt sitzt Stefan Flauder, unser etatmäßiger Kapitän, der heute unter den Zuschauern Platz nimmt. Muss sich das alles hier gar nicht antun, überspitzt gesagt, hier heute. Bei guten Verhältnissen sind so ein bisschen über 20 Grad, strahlender Sonnenschein hier in Lich. Die Stadt kennt man natürlich unter anderem wegen des guten Pilsners, das man hier trinken kann. Also, gleich kann es losgehen, die beiden Mannschaften nochmal in die Kabinen gegangen. Einige Fans hier auch am Start, ich schätze mal, wenn ich hier so rüber blicke, sind das ja, gut 200 werden es schon sein. Super Gelände, überall sind Tore aufgestellt, viele Fans können hier im Freien mitmachen. Und das auch Corona-konform. Hoffentlich ist der Scheiß bald vorbei. So, dann will ich es einfach mal ausdrücken. Hinter uns noch ein Kunstrasen, vor uns der super Rasenplatz, auf dem das Spiel heute auch stattfinden wird. Jetzt kommen die letzten Spieler aus der Kabine und auch unsere erste Elf kommt jetzt langsam auf den Platz mit neuem Trikot, mit dem Retro-Logo, 120 Jahre OFC. Da kann man sich das mal gönnen, das schöne alte Logo. David Richter geht voran, heute als Kapitän übrigens, das wollte ich nachher noch vorhin noch erwähnen, ist Tunay Dennis, heute im zentralen Mittelfeld, wird die Partie heute leiten. Und dann kann es gleich losgehen. Ganz in Weiß der OFC, die Auswechselspieler in Rot und FSV Fernwald ganz in Gelb. Man kann sie also nicht übersehen. Ja, und für die, die ein bisschen später eingeschaltet haben, die gute Nachricht, ich weiß nicht, ob du nochmal drauf eingegangen bist, das weiße Trikot hat sich verändert. Ja, das bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, aber wir haben es vor dem Spiel gesehen, wer die Pressekonferenz gesehen hat mit unserem neuen Rückensponsor Paddy Protect. Ist also rot geworden hinten, ne, das ist natürlich erfreulich. Ja, das muss man so sehen, also die Liga schreibt vor, so wie die Nummer ist, so muss, beziehungsweise umgekehrt, so wie der Sponsor ist, so muss dann auch die Nummer sein. Das heißt, deswegen war es blau-weiß. Und ja, das ist unglaublich, dass ein Unternehmen, das muss man sich mal vorstellen, also wenn McDonald's würde ja niemals vom gelben M weggehen. Ja, das habe ich genauso auch gelesen. Aber ja, sie ja. haben jetzt sozusagen, McDonald's hätte dann sozusagen ein rot-weißes M hingemacht. Das ist die Leistung, das ist Liebe, die Paddy Protect hier an den Tag gelegt hat zum OFC. Sie haben ihr eigenes CI hinten angestellt, um dem OFC zu helfen und das für ganze 5 Jahre. Das ist wirklich Wahnsinn. Was ein Commitment. 5 Jahre hier also unser Sponsor und dann auch noch das Logo in Rot geändert. So wollen wir es, so ist es super. Das ist eine klasse Geste. Können wir wirklich froh sein, dass wir die jetzt für 5 Jahre hier unter Vertrag genommen haben, um es mal so zu sagen, als Sponsor. Also tolle Sache und die Fernwalder, die kommen jetzt hier auch ganz in Gelb-Schwarz. Sie spielen so ein bisschen Borussia Dortmund sozusagen. Ja, und wir haben richtig, richtig viele Fans. Es strömen immer noch mehr hierher. Also das sollten schon 300 sein. Vielleicht wären es vielleicht sogar 400 oder 500. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Ist im Grunde auch so der erste richtige öffentliche Auftritt für das OFC. Aber wir mussten ja ein ganzes Stück fahren. Aber das zeigt auch, dass der OFC überall seine Fans hat. Auch in Mittelhessen und in Osthessen. Ja. Beziehungsweise hier am Rande des Vogels. Richtig, 10 Kilometer ungefähr nördlich von Gießen, also war eine gute Dreiviertelstunde Fahrt, war aber eine schöne Fahrt, muss ich sagen, also die letzten 10 Minuten schön hier auf der Landstraße, um hier dann reinzufahren ins Örtchen namens Lich, wo das heute alles stattfindet. Nochmal will ich betonen, dass alle Eintrittseuros, also das ganze Eintrittsgeld an die Flutopfer gespendet wird. Unfassbar, was da passiert ist, diese absolute Naturkatastrophe hat man so wirklich noch nicht erlebt, glaube ich, in Deutschland. Und auch die Szene Offenbach hat was gestartet, habe ich auf Facebook und anderweitig mitbekommen, für
unsere Freunde in Leverkusen, die natürlich auch betroffen waren, sammeln sie Geld. Könnt ihr mal auf Facebook vorbeischauen, wenn ihr da auch noch helfen wollt. Das wäre natürlich toll. Auf jeden Fall, das ist ein wichtiges Thema. Und jetzt geht es gleich hier so richtig los. Ja, und dann geht es am Samstag schon weiter gegen Bergisch Gladbach zu Hause in Offenbach im Sanner Sportpark. Allerdings das wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und wie gesagt, heute sind Zuschauer zugelassen. So war es ja auch in Dreieich geplant, die kurzfristig absagen mussten. Jetzt geht's gleich los, dann nehmen wir für euch auch die Zeit. Und hier haben wir wunderbar das Bild ganz in groß. Der Ball ist noch ein klein bisschen verdeckt. Nee, da ist er. Also, und dann können wir hier so richtig durchstarten. Marius gibt das Fernsehsignal und dann pfeift er auch an Gott mit uns. Der UFC ist im Spiel. Und Fernwald, der Hessenligist, erst einmal am Ball. Richtig, mit einem weiten Schlag auf die linke Seite, auf unsere rechte besser gesagt, das ist Jason Breitenbach, der zum ersten Mal den Ball auf unsere Seite in Berührung nimmt und somit das Leder erstmal wegdrischt. Übrigens kann ich jetzt auch als Nachtrag nochmal sagen, so wie es ausschaut, ist Mr. Stark, also Christian Stark, auf der linken Seite gesetzt, nicht als Doppelspitze, sondern über links. Serkan Firat übernimmt dann die Zehnerposition, so wie ich es eben auch nachgetragen habe, Jakob Lemmer über rechts und Dejan Bosic als alleinige Spitze vorne drin, können aber trotzdem darauf wetten, dass wir offensiv auftreten werden heute mit viel Ballkontrolle und dem Spielgeschehen in eigener Hand. Jakob Lemmer direkt gegen zwei, muss erstmal ablegen zu Jason Breitenbach. Und ja, der ist anspielbar, würde ich mal sagen. Kann er schon beweisen. Hat schon im ersten Testspiel auf sich aufmerksam gemacht, hat er seine Seite richtig gut bearbeitet, sowohl nach vorne als auch nach hinten abgesichert. Also insofern hat er erstmal einen guten Eindruck hinterlassen. Wie man überhaupt sagen muss, dass die Neuzugänge, ich weiß nicht, ob du den Spiel auch nochmal reingeschaut hast, ja, wirklich da ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Jetzt schöner Crosspass hier auf die linke Seite. Ja, ja, der ist ein bisschen versprungen hier bei Ronny Marcos. Den hat er aus vollem Lauf mitgenommen, aber den wollte er natürlich sicherlich flacher sich noch vorlegen. Und ja, es war ein Torschuss, ganz knapp. Kann man als ersten Torschuss werten, diese Aktion von Ronny Marcos. Nee, war klar. Guter Diagonalball. Das Stoppen, das klappt jetzt über die nächste Minute sicherlich besser auf der linken Seite. Jetzt gibt es erstmal einen Abstoß für den FSV Fernwald. Torwart Pierre Kleinheider ist das. Gebürtiger Offenbacher übrigens, hat beim SG, hat der SG Rosenhöhe angefangen Fußball zu spielen. Hat du immer alles weißt, mein lieber Mann, hast du wieder ganz tief nicht in die Trickkiste, sondern in die Informationskiste gegriffen, oder? Also es ist ganz, ganz tief. Aber Achtung, jetzt erstmal Serkan Firat auf der linken Seite, abseits, gut gesehen, auch von der Regie hier neben uns und vom Linienrichter himself, hebt die Fahne. Das ist ja die Aufgabe der Regie, die Regie sieht alles. Richtig, die haben auch den Knopf im Ohr bei den Schiris, dass sie ihnen sagen können, ob was abseits war oder nicht, das habe ich glaube ich. Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also, erstmal ein weiter Schlag. Das ist Matteo Andacic, der das Kopfballduell gewinnt, aber für den Gegner stoppt. Die jetzt über die linke Seite den Ball raustragen. Das ist gut gespielt. Der Mann mit der Nummer 27 ist das. Hält nochmal den Fuß drauf. Über die Mitte, aber gut abgefangen dann von der Verteidigung der Kickers. In vereinter Kraft. Jason Breitenbach macht es dann über die rechte Seite etwas eng. Vier Mann gehen auf den Ball, aber im Endeffekt sehr gut gelöst. Hinter zurückgespielt in die Innenverteidigung. Sebastian Zieliński war da. Auch unser Torwart David Richter wäre natürlich da gewesen, aber jetzt geht es schon offensiv weiter über die linke Seite. Serkan Firat, toller Ball in die Spitze zu Christian Stark. Aber der ist einen Ticken im Abseits, mal wieder. Und Tuna Dennis mit dem Lob, dem gut gemeinten Lob an den Schiedsrichter rechts raus. Hat er gut gesehen, ist Abseits. Ich glaube, da war ein bisschen Sarkasmus mit dabei, finde ich gut. Heute ja als Kapitän auf dem Platz und mit ja, neuer Rückennummer, die Nummer 10. Die steht ihm auch sehr gut, hat er sich verdient in der letzten Saison. Was ich vielleicht auch nochmal sagen möchte, denn wir haben ja nicht nur zwei Vereine, die heute hier sozusagen mitwirken, der OFC und eben der FSV Fernwald, der Hessenligist. Nein, der VfR Lich, das ist sozusagen ja der indirekte oder auch direkte Gastgeber. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Die haben uns hier ganz, ganz toll unterstützt. Wir müssen ja bei Testspielen oder ohnehin immer mächtig improvisieren. Das seht ihr, da laufen die Zuschauer über unsere Kabel und manchmal auch vor uns her und so weiter. Aber das ist alles gut und irgendwie, ja, seht ihr es uns auch nach, wenn da mal irgendwie was nicht funktioniert oder auch irgendwie mal eine kurze Unterbrechung ist. Das ist halt auf den Sportplätzen so. Das ist ja jetzt kein ausgewiesenes Stadion. Aber schon im Vorfeld muss ich sagen, hier der Vorsitzende, ich habe ihn eigentlich auch eingeladen zum Interview, dass er mal hier vorbeikommt. Ich schaue noch nach ihm. Hat das richtig stark gemacht, uns hier unterstützt und wir haben hier gutes Internet, gute Rahmenbedingungen und freuen uns, dass wir hier sein können. Also danke auch an den VfR Lich. Ja, toll, dass das so klappt. Außerdem für die Verpflegung ist auch gesorgt. Also ist ein Ausflug wert. Viele haben es erkannt. Viele, viele Fans konnten wir hier schon begrüßen. Schätze mal, sind gut 300 da, um dieses Fußball-Testspiel-Spektakel hier zu sehen. Der nächste Diagonalball jetzt in Richtung Jakob Lemmer. Gewinnt zwar das Kopfballduell, aber verliert den Ball über Christian Lemmer.
Stark wird der Ball dann nochmal zurückgewonnen. Ronny Marcos zurück zu Mateo Andacic. Der dreht nochmal ab und spielt ihn dann ganz zurück in die letzte Reihe zu Enes Zengin. Der heute wieder in der Innenverteidigung neben Sebastian Zieliński auflaufen darf. Ist ja auch gekommen, wird so ein bisschen angelernt noch in der ersten Mannschaft. Macht das aber sehr gut, seine Sache. Auch schon gegen Ginsheim bewiesen. Dejan Bosic jetzt zu Jakob Lemmer auf der rechten Seite. Legt sich den Ball dann einen Ticken zu weit vor. Gut aufgepasst im Endeffekt vom Mann mit der Nummer 25, Dennis Vural. So heißt er, ich habe es vorhin erwähnt. Schon höher gespielt, vor allem in der Türkei. Auch 4 Jahre in der Super League, so wie die erste Liga dort heißt, gespielt. Gleich 5 Minuten gespielt, 0:0 steht zwischen dem FSV Fernwald, dem Hessenligisten und Kickers Offenbach. Und an dieser Stelle will ich es mal sagen, jetzt geht's wieder los. Nicht nur hier auf dem grünen Rasen, sondern auch für uns, die Fanradio und Kickers TV Saison. Das heißt auch für euch, ihr schaut, ihr genießt, ihr dürft das, sollt das. Aber ihr habt uns immer auch unterstützt und das möglich gemacht. Deswegen meine Bitte an euch, ja, seht zu, dass wir das wieder gemeinsam hinbekommen. Wir legen vor, ihr zieht nach, unten läuft das Laufband, dabei die Kontoverbindung der Offenbacher Kickers eingefärbt sozusagen. Erst einmal schön hier dazwischen gegangen, Zieliński, und da baut der OFC auf. Ja, also insofern 40 Euro braucht es oder zweimal 20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder Dauerauftrag 3,33 Euro. Jetzt der OFC über die rechte Seite unterwegs, schön reingezogen und dann abgezogen auf der linken Seite. Genau, und da wollen wir mal gucken. Schauen wir uns die Szene nochmal an, oder? Haben wir das, Regie? Ja, war eine super Aktion. Ich weiß nicht, ob das schon läuft gerade, aber Dejan Bosic als Spielmacher an der Mittellinie, sogar in der eigenen Hälfte, hat dann einen Steilpass auf die rechte Seite geschlagen zu Jason Breitenbach und der ist schnell, hat den Ball noch erwischt und dann in den Rückraum gelegt. Der Ball kam gut, ist ein bisschen gehoppelt. Serkan Firat nicht voll erwischt, ging dann doch einen halben Meter über das Tor des FSV Fernwald, über das Tor von Pierre Kleinheider im Tor. Jetzt also mit dem Abstoß, weiter Ball über die Mittellinie. Mateo Andacic ist da, geht gut hoch zum Kopfball und gewinnt den Kickers hier den Ball zurück. Dejan Bosic, der sich vorne leider nur mit einem Foul durchsetzen kann gegen Dennis Vural. Ist ja eine Macht vorne drin. Dejan Bosic, langer Typ, kann man also auch mit Flanken sehr gut erreichen. Wird zumindest erhofft. Bin mal gespannt, wie er heute noch auftreten wird. Hat auch schon seine spielerischen Fähigkeiten eben bewiesen bei der Chance von Serkan Firat. Einleitend der Pass auf die rechte Seite. Der FSV Fernwald macht seine Sache bisher auch ganz gut. Vor allem hinten drin stehen sie sicher, sind auch relativ unbekümmert im Spiel nach vorne. Aber der OFC, na klar, als Regionalligist tritt er hier auch auf, ist einfach eine Klasse höher. Macht das bisher gelassen und trotzdem ambitioniert nach vorne. Sebastian Zieliński zu Tunay Dennis, der will sofort weiterleiten zu Jakob Lemmer. Kommt aber nicht an. Jetzt die Chance für den FSV Fernwald zu kontern. Zieliński und David Richter. Ja, mit einem Querschläger. Hat er aber so gewollt. Direkt wieder zurück zu Sebastian Zieliński. Und dann gibt es einen Stürmerfoul. Freistoß für den OFC. Ja, sowas kann mal passieren. Aber mit Innenverteidigern wie Zieliński und heute auch Enes Zengin wird so ein Mini-Fehler auch gut ausgebügelt. Ronny Marcos jetzt auf der linken Seite. Gegen die Nummer 11, spielt den Ball nochmal zurück zu Serkan Firat und der nimmt Mateo Andacic mit, der eine gute defensive Rolle im Mittelfeld des OFC übernimmt. Gibt Tunay Dennis viel mehr Möglichkeiten nach vorne. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass er das auch lieber hat, ein bisschen offensiver aufzutreten. Ist ja ein sehr kreativer Mann, Tunay Dennis. Macht das immer wieder sehr gut heute. Als Kapitän auf dem Platz lenkt hier das Spiel. Erstmal Abwurf FSV Fernwald auf die linke Seite. Jakob Lemmer ist dort. Stellt das Bein dazwischen. Schiedsrichter und Linienrichter sind nicht ganz einig. Jetzt aber doch der Einwurf für den FSV Fernwald. Noch in der eigenen Hälfte. Fast auf Höhe der Mittellinie. Jetzt sollte er aber endlich mal stoppen. Denn so weit vorne ist der Ball dann auch nicht ins Ausgegangen. Wir wollen es ihm nachsehen. Mittellinie. Jetzt kommt der Einwurf ins Zentrum. Und dann einfach mal aufs Tor geschossen. Das war optimistisch, würde ich mal sagen. Ging ein paar Meter rechts am Tor vorbei. Und jetzt heißt es erstmal suchen. Ich weiß nicht, ob man es da hinten gut sehen kann. David Richter wird da geholfen im hohen Gras. Hat er den Golfball dann doch wieder gefunden. Und jetzt kann es weitergehen mit Fußball. Lars Gissner ist auch wieder am Start. Auf jeden Fall bin ich am Start. Wenn der OFC da ist, dann muss ich auch da sein. Ja, liebe Grüße von Mario Gilbert. Der hat eben seinen Beitrag bezahlt. 40 Euro, vielen herzlichen Dank. Tut's ihm gleich. Und wir blenden das nochmal unten ein. Dann kriegen wir das gemeinsam hin. Jetzt geht's weiter mit dem OFC. Erstmal in der Rückwärtsbewegung.
Und ja, dann Szelenjecki, dessen Trikot wir eben gerade noch in die Kamera gehalten haben, bei Paddy Protect, unserem tollen Partner, der für die rot-weiße Farben auf der Rückseite gesorgt hat. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön für die, die es verpasst haben. Wenn wir das Ganze natürlich auch nochmal einstellen, aber es soll hier nochmal gesagt werden. Der komplette Vorstand war da und hat uns erklärt, was die Beweggründe waren. Das hat uns sehr gefreut. So, jetzt der OFC. Also, in der Umschalte über die halbrechte Verbindung, ins Zentrum reingespielt, direkt abgenommen. Naja, ganz so gefährlich war es dann doch nicht. Unser Regisseur sagt, dafür verschwende ich kein Replay, oder wie soll ich das deuten? Also, war nicht wirklich eine Großchance, oder? Nee, muss man nicht so sagen. Aber war gut gespielt, gut durchkombiniert durch die Mitte. Dann Jakob Lemmer mit dem direkten Pass wieder in den Rückraum, Dejan Bosic. Meine ich war es, hat den Ball dann nicht ganz gut erwischt. Links am Tor vorbei, gibt also den Abstoß für den FSV Fernwald. Er geht wieder hoch und weit auf die rechte Seite und wieder ist Mateo Andacic da mit dem Kopf auf die linke Seite zu. Christian Stark, der setzt mal zum Sprint an, wird dann gefoult und es gibt den Freistoß aus ja, vielversprechender Position für eine Freistoßflanke und da haben wir einen vorne drin, Dejan Bosic. Jetzt kann er beweisen, was er mit dem Kopf kann. Vielleicht kommt er heran. Ja, ist ja ein Hühne und springen kann er auch. Also insofern kann der Ball ruhig mal auf 6-7 Meter hochgeschlagen werden. Kein Thema. Das kriegt er hin. Ja, richtig. So wie damals Miroslav Klose ungefähr. Konnte, egal wie hoch die Flanke war, kam er noch dran. Jetzt sind wir mal gespannt. Tuna Dennis beim Freistoß. 3-4 Schritte Anlauf. Schiedsrichter mit der Pfeife im Mund. Jetzt kann er also den Ball reinschlagen. Rechter Arm geht hoch. Freistoß kommt in Richtung Elfmeterpunkt. Christian Stark mit dem Kopfball aber. Übers Tor. Trotzdem guter Abschluss. Also jetzt hat sich unser Bildregisseur dann doch erbarmt und macht uns ein Replay, während wir hier die Hintertorkamera im Blick haben, unsere neue Erwerbung sozusagen. Oh ja, dann ging er rechts oben übers Tor, da habt ihr es gesehen. Also 0-0 steht's und es sind gerade mal 11 Minuten gespielt. Herrliches Fußballwetter und ich sage ganz liebe Grüße ins Martins Pub nach Oberzhausen. Die geniale Fußballkneipe schlechthin. Natürlich eine Kickers Pub. Was denn sonst? Grüße an den Martin, den Thomas und wie sie alle heißen, die dort eben versammelt sind. Natürlich wie immer absolut Corona-konform. Ja, das will man immer noch hoffen. So muss es auch sein. Eben der Steilpass von Jason Breitenbach etwas zu fest angesetzt, ging dann ins Aus und da war sogar Jakob Lemmer nicht schnell genug für diesen Pass. Einwurf FSV Fernwald landet auf unserer Seite für einen Einwurf des OFC Jason Breitenbach. Zu der Bosic, der wir abtropfen lassen. Breitenbach geht nochmal dazwischen. Dann geht es in die Verteidigung und Jakob Lemmer geht nochmal durch. In der Mitte, schön gesehen zu Serkan Fira, dreht sich einmal um sich selbst, nimmt dann links Christian Stark mit. Der müsste jetzt in die Mitte ziehen oder Ronny Markus mitnehmen. Geht in die Mitte, legt nochmal ab für Mateo Andacic. Abgefälscht, aber sah knapper aus, als er war. Rechts am Tor vorbei. Auch das haben wir eingefangen und spielen wir es nochmal ein. Das ist ein, war so ein Abpraller. Und da weiß man nie so genau, wo er hingeht. Ja. Und jetzt geht es weiter hier mit dem Eckstoß von der rechten Seite. Während sie sich da tummeln vorne im Strafraum. Das ist, wie gesagt, unsere mobile Kamera. Also... selbst bei Testspielen scheuen wir keine Mühen und Kosten. Also weiter geht's. Da kommt er reingeflogen. Hinten auf die 16er Kante. Aber das war keine Mühe für den Schlussmann Pierre Kleinheider des Hessenligisten. Ja, Kopfball von Ines Zengin war das. Unser Innenverteidiger am langen Pfosten dort gelauert. Nicht mehr genug Druck hinterbekommen. Trotzdem wieder ein Ball aufs Tor. Und die häufen sich jetzt. Davor ein guter Versuch aus der zweiten Reihe von Mateo Andacic. Der unter anderem bei uns in der Jugend und auch beim FSV Frankfurt in der Jugend gespielt hat, dann in Kroatien unterwegs war, jetzt also wieder da ist, macht seinen Job im defensiven Mittelfeld bisher sehr, sehr gut. Ist eine Bank. Jetzt der OFC mit Zielinski und Enes Zengin auf die linke Seite zu Serkan Firat mit dem Pass mit rechts. Ja, will dann Tuna Dennis suchen und finden, aber das klappt nicht ganz. FSV Fernwald holt sich den Ball zurück, aber auch im Spiel nach vorne bei ihnen geht gerade nichts. Guter Pass jetzt in die Spitze zu Christian Stark auf der linken Seite, schon im 16er. Macht noch einen Haken am Gegenspieler vorbei, dann der Schuss aber ins Außennetz. Knappe Situation und Aktion von Christian Stark. Und vielleicht jetzt die beste Möglichkeit bis hierhin, ne? Kann man bisher sagen. Beste Möglichkeit, definitiv. Und wird belohnt mit der nächsten Ecke. Also da haben wir es nochmal gesehen hier, auch in der Entstehung nochmal. Das können wir noch, glaube ich, ausspielen, bis es hier zur Ecke kommt. Da ist noch nichts passiert.
Und ja, dann zieht er ab und knapp links am Tor vorbei. Jetzt Eckball OFC von links. Also da kommt er reingeflogen. Hinten auf den zweiten Pfosten. Nee, der geht an Freund und Feind vorbei. Ja, am dritten Pfosten ist er dann gelandet. Fast den Kameramann getroffen da. Dritte Pfosten, das ist die Eckfahne, oder was? Das ist die Verlängerung des 16er, der 16er-Linie, sagen wir mal so. Die Eckfahne, genau. Also ich soll von Mario Gilbert noch unbedingt die Grüße an Andreas Schönert und den Matthias Luckhaus ausrichten. Und auch die Heike Wendler, die sind nämlich gerade sauer auf ihn. Wie kann man dann sauer sein auf Mario Gilbert? Das ist der beste Reiniger, den es überhaupt gibt. Also Polstergarnituren und Haus und Hof und was auch immer. Da seid ihr immer richtig bei Mario Gilbert. Weiter geht's jetzt hier vom Torhüter. Der Fernwalder. Und ganz zurückgespielt aufs Tor. Oh, ja, versucht er mal schnell die Kugel rauszuhauen. Und Jelenjetski. Oh, Neuaufbau. Ja, bringt wieder Ruhe rein. Eben gut den Sprint in Richtung Torwart durchgezogen von Dejan Bosic. Oh, Jason Breitenbach jetzt mit einem gefährlichen Ball nach hinten. Da ist der FSV Fernwald durchs Zentrum, könnte jetzt abschließen, aber Jelinski badet das gut aus, stellt den Körper gut rein. Super Aktion wieder von unserem Innenverteidiger. Und dann geht's schnell über Serkan Firat, über Christian Stark auf der linken Seite, bremst aber nochmal ab. Mateo Andacic ist mit dabei, aber er wählt Ronny Marcos. Und von ihm dann über Andacic zurück zu Ronny Marcos. OFC mit dem Spiel vollkommen im Griff. So kann man es sagen. Jelinski mit schon zwei guten Aktionen hinten drin. Eben gut ausgebügelt. Diesen kleinen Fehlpass von Jason Breitenbach. Andacic jetzt im Zentrum. Überlupft seinen Gegner. Nimmt somit Dejan Brosic mit. Legt sich den Ball vielleicht etwas zu weit vor. Deswegen kann der FSV Fernwald im letzten Moment noch klären. Über die Seitenauslinie gibt also nur Einwurf für den OFC. Jason Breitenbach, der die komplette Linie nach oben und unten arbeitet, ist also mit vorne dabei. Wird jetzt diesen Einwurf ausführen. Vielleicht als lange Version, muss mal abwarten, Jakob Lemmer löst sich vom Gegner, Abpraller zu Jason Breitenbach, aber der kommt nicht vorbei an seinem Gegner. Jelinski ist wieder mit dabei, aber es gibt den Einwurf, fälschlicherweise aus meinen Augen, für den FSV Fernwald. Naja, da war eigentlich noch ein gelbes Bein dazwischen, wenn ich es richtig erkannt habe. Und jetzt gehen sie wieder 20 Meter weiter vor in Richtung Mittellinie. Naja, die wollen Meter sparen. Also, verpfeifen und Skandal ist anders, aber es war halt nicht ganz die richtige Entscheidung. Wir sehen es ihm nach, dem Referee ganz in schwarz. Ja, guck mal, jetzt hat er nämlich gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Abseits. Situationsentscheidung. Ja, so ist es. FSV Fernwald. Muss er jetzt pfeifen. Gibt es also für uns den Freistoß. Tuner Dennis mit einem langen Diagonalball auf die linke Seite in Richtung Ronny Marcos. Ja, gute Annahme. Zurück zu Serkan Firat. Der nimmt Tuner Dennis nochmal mit. Auf der rechten Seite wäre Jason Breitenbach gewesen, aber der Pass in die Spitze in Richtung Serkan Firat kommt nicht an, landet in der Verteidigung des FSV Fernwald. Aber der OFC presst hoch, geht schnell wieder drauf, will sich den Ball zurückerobern. Dejan Bosic hier stellt das Bein noch dazwischen. Gibt Abstoß für den FSV Fernwald. Der OFC ist natürlich bemüht, dass die Fernwalder hier nicht die Luft zum Atmen bekommen, die sie brauchen. So, und ich habe es angedeutet, wir bekommen Besuch und das ist für mich die Gelegenheit, einmal ganz herzlich Danke zu sagen. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wie wir hier unterstützt worden sind vom VfR Lich. Und jetzt habe ich niemand Geringeren hier bei mir am Mikrofon als den Chef persönlich und er kann sich ganz kurz selbst vorstellen. Ja, hallo, liebe OFC-Fans. Mein Name ist Markus Strauch, ich bin sportlicher Leiter hier beim VfR Lich und für das Thema Fußball in den Senioren und Junioren zuständig. Ich habe es den Zuschauern schon ein bisschen berichtet. Wir haben gestern und vorgestern schon ein bisschen konferiert. Und es war ja alles sehr, sehr hektisch, sehr, sehr kurzfristig. Aber ich hatte so den Eindruck, ihr seid die Ruhe selbst, habt das ganz cool, alles im Griff. Ja, ja, kriegen wir schon, machen wir, ja, und Strom und dies und das. Aber jetzt schauen wir erstmal der OFC, der versucht es dort vorne. Nee, das wird soweit erstmal nichts. Die Fernwalder befreien sich. Ja, und wir haben im Grunde jetzt jeden Wunsch nicht nur erfüllt bekommen, sondern sogar hier noch mit Wasser und so weiter versorgt worden. Also, ich sage es nochmal, ein ganz herzliches Dankeschön. Keine Ursache, wir sind froh, dass wir euch da haben. Oh, gute Chance, okay, naja, gut geklärt von Steinbach. Nein, schönes Spiel, super Wetter, super viele Fans da auch vom OFC. Und mit unserer tollen Sportanlage kann man das machen. Wie du es schon gesagt hast, 10 Minuten haben wir überlegt und dann ging es los. Jetzt OFC über den Flügel.
Da ist es. Oh. Wo muss es eigentlich sein? Donnerschlag, ganz knapp links am Torbalken sozusagen vorbei. Das war vielleicht die beste Möglichkeit jetzt für den OFC. Und da schauen wir nochmal rein in die Zeitlupe und ins Replay. Also da kam er von der rechten Seite, schön reingespielt und aus der Hintertorkammerperspektive. Wunderbar, wie das die Regie eingefangen hat. Und ja, da haben wir jetzt den Balljungen dort hinten. Der hatte gerade den Ball dort hinten gebracht. Und der ist in Doppelfunktion, ist auch wahrscheinlich vom VfR Lich. Dem habe ich nämlich gesagt, Mensch, wenn du ein bisschen aufpassen könntest, dass die unbemannte Mobilkamera nicht zu Schaden kommt. Also wenn du der Ball da in die Richtung fliegt, dann box sie einfach weg, den Ball. Also das klappt hier alles gut. Aber jetzt aufpassen, Fernwald kommt mit der Möglichkeit, hier schon am Strafraum links rausgelegt. Also da kommt er rein in die Mitte und da ist das Tor 1:0 für den FSV Fernwald. Also das ist ja eine kleine Überraschung. Klares Abseits. Nein, gut, Assistent hat nicht gewunken, haben sie gut gemacht, über den linken Flügel flach reingepasst. Er steht halt vor dem Gegenspieler, muss seinen Fuß noch hinhalten, war auch schwer für den Torwart aus der kurzen Distanz. Aber Ansporn für OFC. So, wir sind jetzt ein bisschen aus dem Gespräch sozusagen rausgeflogen, weil wir ja natürlich hier erstmal das aktuelle Geschehen hier beleuchten müssen, ganz klar. Aber ich hatte mich ganz herzlich bedankt und das ist also wie gesagt eine Riesengeste und wir freuen uns, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, es klappt alles. Ihr seid zufrieden. Das Ergebnis wird sich mit Sicherheit noch drehen entsprechend. Und ja, ihr seht ja, bei uns in der Sportanlage kann man das machen. Guter Rasenplatz, extra nochmal gemäht gestern und bewässert worden. Und ja, schönes Spiel. Ich bedanke mich auch nochmal beim OFC. Ich habe ja vom Fanradio Kickers TV einen Wimpel geschenkt bekommen und überreiche natürlich auch den gleichen Wimpel vom VfR 1920 Lich zur Erinnerung. Ja, der muss einen Ehrenplatz bekommen, ganz klar. Vielen herzlichen Dank, das freut uns sehr. Und ja, dann würde ich sagen, nochmal danke und wir schauen jetzt mal, wie sich das hier anlässt. Was mich total freut und erstaunt, dass so viele Zuschauer gekommen sind. Wenn ich hier drüber schaue, da sind Minimum 300. Ja, das stimmt schon. Ich sag mal, OFC zieht, hat einen guten Namen. Die Fans sind vielleicht auch froh, dass jetzt wieder mal Fußball da ist und dass er ein schönes, gutes Spiel sehen kann. Attraktive Partie, gut so. Aber eine Sache müssen wir doch noch besprechen, denn euer Club hat ja auch schon mal gegen den OFC gespielt. Da war doch was. Genau, im Hessenpokal sind wir mal ein bisschen weitergekommen als über die Kreisebene. Waren wir 2007 gegen den OFC ausgelost und dann haben wir gesagt, naja, wir wollen, dass viele Zuschauer kommen können. Achtung, das ist die Möglichkeit und dann ist das Ding drin. Wunderbares Tor. Also, da hat's eingeschlagen. Und das müsste Christian Stark gewesen sein, also der Testspieler. Jawohl, schön gemacht, gute Flanke, Direktabnahme und das Ding war drin. Und wie gesagt, ja, 2007 war das im Hessenpokal, da sind wir dann zum OFC gereist, haben das Heimrecht getauscht und haben dann bei euch gespielt, war auch ein schönes Spiel. Aber knapp verloren, ganz knapp. Ganz knapp, ein Tor haben wir gemacht, das war schon mal was, aber damals standen noch Happel und Sternkopf auf dem Feld und die viele große Namen aus der Bundesliga-Zeit und ja, war ein interessantes Spiel, gutes Spiel. Und aufpassen, jetzt gibt es das nächste Tor für den OFC und wieder ist es Stark, aber dann hat er abseits gepfiffen. Ja, ja, sorry, dass ich immer unterbrechen muss. Ja, kein Problem, gehört dazu, live ist live, so ist es und war auch ein schönes Spiel, da waren wir mit dem Bus, mit 3 oder 4 Bussen sind wir hingefahren, hatten einige Zuschauer mitgebracht und es war auch ein Highlight eigentlich bei uns beim Fußball vom VfR. Also im Moment spielt er nicht ganz so hochklassig, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir wünschen viel Glück dazu. Genau. Wir hatten eigentlich letztes Jahr 100-jähriges Bestehen. 2020 Pandemie, dann fällt sowas schon mal aus. Aber wir kommen auch wieder hoch. Also Landesliga hatten wir schon mal. Jetzt sind wir auf Kreisebene und mal schauen. Ja, und jetzt klingelt's. Nee, Donnerschlag. Riesenreflex hier von Pierre Kleinheider. Also der kann's. Seitdem ich hier sitze, spielt der OSC nach vorne. Ja, dann bleib ein bisschen sitzen. Aber mein Co-Kommentator, der Schad, schaut mir den Hufen. Alles Gute und Dankeschön. Danke euch. Schönes Spiel noch. Ciao. So, wunderbar. Da haben wir das auch hier vom VfR Lich nochmal alles aus erster Hand erfahren. Und jetzt ist Marius back. Ja, und Marius, hast gehört, wenn du weggehst hier, dann klingelt's hier, dann geht's voran. Ich sollte wegbleiben, ganz ehrlich. Dann gucken wir mal an die Ecke. Tunay Dennis auf den langen Pfosten. Ja, Schilniecki springt hoch, aber kommt nicht dran. Geht also ein Freund und Feind vorbei. FSV Fernwald, da wird das Tor gemacht. Christian Stark. Schön, hab's gar nicht gesehen, leider. Aber sehr gut. Steht's 1-1 jetzt, ja? So, der OFC wieder auf der linken Seite. Verliert aber den Ball und FSV Fernwald kann umschalten. Über die rechte Seite, links nicht allzu viel Bewegung. Na, versucht der Pass in die Spitze, kommt aber nicht an. Landet bei David Richter.
Jelinecki wieder mit dem Ball am Fuß. Und so kann es weitergehen. Ja, langsam gewinnt es an Geschwindigkeit das Spiel, ne? Ja. Ja, es macht richtig Spaß zuzuschauen. Also Chancen gab es ja schon genügend. Und wir haben schon zwei Tore gesehen. Immerhin, da wir jetzt genau in der 25. Spielminute angekommen sind. Boah. Das 1:0, ja, vielleicht ein bisschen überraschend, aber auch gut gemacht. Ja, das habe ich auch nicht wirklich mitbekommen, aber es war so ein bisschen reingestochen, nicht wahr? Und dann war Christian Stark, schöner Schuss wieder, der hat jetzt wirklich Selbstvertrauen getankt. Nochmal der Abschluss aus der zweiten Reihe. Stark, der Christian. Starker Schuss, wirklich. Sehr gut gemacht. Aber gut abgetaucht auch von Pierre Kleinheider da im Tor. SV Fernwald hat den Ball dann sicher unter sich begraben. Aber ja, das ist wirklich gefällig, was sie hier nach vorne spielen, die Kickers. Ronny Marcos mit dem Kopfball zu Tuna Dennis. Und jetzt kann es direkt wieder nach vorne gehen. Jakob Lemmer zündet den Turbo, lässt einfach mal seinen Gegenspieler stehen. Muss jetzt einfach nur noch reinspielen, aber gut dazugekommen von Dennis Wural. Er muss jetzt einfach nur reinspielen, hast du gesagt. Aber so einfach war es dann doch nicht mit dem nur reinspielen. So ist es ja, da waren noch zwei Gelbe im Weg. Für dich ist das leicht, ja, weil du bist ein überragender Fußballer. Aha, aber. Ja. Ja, vielen Dank, kann ich nichts dagegen sagen. Muss ich... Was war, es muss wahr bleiben, gell? Oh man, alles klar, Tuna Dennis. Ja, schaffst du nicht, den Abpraller wieder zu sich zu holen. Aber wir haben den Einwurf bei uns. Sebastian Jelinecki hat viel Zeit. Nehmen Jason Breitenbach nochmal mit dazu, der den Einwurf jetzt ausführen wird. Ja, auf die rechte Seite gespielt, aber das Bein noch dazwischen bekommen vom Mann mit der Nummer 4 beim FSV Fernwald. Weiter geht's mit Jason Breitenbach. Einwurf zu Tuna Dennis. Ja, Doppelpass, Versuch, aber das war ein bisschen zu eng jetzt einfach gemacht auf der rechten Seite. Der Ball kommt da nicht an. Geht über die Seitenlinie. Und somit Einwurf FSV Fernwald. Wir haben eine knappe halbe Stunde gespielt. Steht 1:1. Der OFC macht mehr nach vorne, hat auch mehr Chancen, aber... Noch egalisiert, dieses Spiel. FSV Fernwald ist in Führung gegangen. Kurz danach dann das 1:1 durch Christian Stark. Und jetzt gab es aber wieder die Chance für den FSV Fernwald. Aber gut, dann hinten gearbeitet von Enes Zengin. Nimmt dann David Richter mit. Ja, der Pass ist auch nicht gerade ungefährlich. Aber Ronny Marcos sehr gut gemacht. Gute Bewegungstäuschung. Und dann geht's weiter auf der rechten Seite. Enes Zengin mit dem Ball in die Mitte. Serkan Firat links raus zu Ronny Marcos. Der hat jetzt viel Platz vor sich, viel Platz zu flanken. Jetzt kommt die Flanke gut auf Serkan Firat. Nein, das ist Bosic, aber ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Das war eine dicke Chance. Hat dann ein bisschen die Sicht versperrt bekommen, glaube ich, von Serkan Firat, der auch wieder hochgesprungen ist. Wir schauen nochmal rein. Da haben wir die Szene von der linken Seite, kam er diesmal. Schön weit reingeflogen. Ja, ja, und dann knapp am Tor vorbei. Also... Ja, ihr seht es, wir experimentieren ein bisschen, gerade auch mit der mobilen Kamera. Wann, wenn nicht jetzt bei Testspielen, können, sollen wir neue Technik, aber auch neue Kollegen eben hier die Möglichkeit geben, mal zum Einsatz zu kommen. Und dann sehen wir selbst, passt es nicht, wie machen wir das und so weiter. Aber ja, von daher sind die Testspiele nicht nur für den OFC, sondern auch für uns immer eine wichtige Sache. Ja, so ist es. Neue bahnbrechende technische Vorsprünge. Tuna Dennis, schöner Ball auf die linke Seite. Man hat eine Übersicht. Ronny Marcos mit dem Ball am Fuß. Ja, aber wo ist da eine Anspieloption? Ja, jetzt ist er durchgestartet. Serkan Firat etwas zu steil, aber der Ball. Da geht er nicht hin. Abseits verdächtige Position gewesen, aber gut gesehen von Ronny Marcos. Leicht zu fest angegangen, diesen Pass nach vorne. Jetzt geht es erstmal weiter mit einem Abstoß für den FSV Fernwald. Und wie war das Gespräch eben mit dem Vorsitzenden? Ja, ja, das war sehr, sehr interessant und vor allen Dingen ja, auch von großer Dankbarkeit geprägt, sowohl von unserer Seite als auch von Lich. Und wir haben hier, guck mal, hier einen schicken Wimpel bekommen, nachdem ich den vorhin schon einen tollen Kickerswimpel mitgebracht habe. Ja, sehr gut. Und da haben sie sich jetzt hier revanchiert. Sieht gut aus. Ja, grün-weiß, die Vereinsfarben. Klar, in Lich ist alles grün-weiß. So ist es. Von der Brauerei geprägt. Also ist es auch, die Flaschen, sogar die Tornetze sind grün-weiß, man sieht es von hier. Sogar der Rasen ist grün-weiß. Das ist natürlich... Wie konnte das passieren? Ich weiß auch nicht. Es ist hier irgendwie untypisch normalerweise, aber jetzt kann man es mal versuchen. Wenn nicht, dann in Licht, ne? Gut. Leipzig sogar. Ja, weiter geht's mit Mateo Arnacic und im Fußball zurückgespielt zu Enes Zengin. In der Mitte dann zu Serkan Firat.
Der mit dem schönen Ball auf die rechte Seite. Ja, der ist etwas zu hoch für Jason Breitenbach. Noch ein bisschen besser dosieren, diese Bälle. Kommt nicht an, geht über die Seitenlinie. Jetzt gibt es den Einwurf für den FSV Fernwald. Er geht weit in die Mitte und da ist Serkan Firat, der den Ball mit dem Oberschenkel weitergleitet zu Ronny Marcos. Ah, gut aufgepasst von Matteo Andacic. Und Serkan Firat mit der Flanke aus dem Halbfeld zu Dejan Bosic, der bleibt weg. Die Flanke geht irgendwie durch. Und dann geht er, glaube ich, sogar bis ins Aus. Gut gesehen vom Linienrichter. Er gibt die nächste Ecke für den UFC. Torhüter Pierre Kleinheider ist mit dem Ball ins Tor ausgerutscht. Jetzt gibt es also hier die nächste Ecke, die nächste Chance. Flanke von Tuner Dennis. Hebt den rechten Arm, zwei Schritte Anlauf. Jetzt kommt sie rein auf den Elfmeter. Punkt, aber wieder nicht gefunden. Enes Zengin wäre dort gewesen. Jetzt über die linke Seite nochmal. Guter Antritt von Jakob Lemmer, aber dann der Pass in die Spitze ist nicht, der kommt nicht an bei Dejan Bosic. Fernwald kann wieder umschalten durch die Mitte. Ja, das sieht gut aus. Dann kommt der Pass in die Spitze, aber der geht so ein bisschen ins Nichts. Also da sind nur OFC-Verteidiger und am Schluss auch noch David Richter, der da den Kasten hinten zumacht, ganz in Orange. OFC weiter mit Tunay Dennis. Und der nächste Diagonalball landet im Seitenaus. Also ja, Spiel jetzt so ein bisschen fahrig geworden zum Teil. Die Pässe, zwei Pässe hintereinander auf die rechte Seite, zwei Diagonalpässe kamen nicht ganz an. Hochgespielt ins Seitenaus. Der FSV Fernwald wieder mit dem nächsten Einwurf. Aber die werden langsam aber sicher so richtig hinten reingedrückt. UFC lauert immer wieder auf mögliche Ballgewinne. Aber jetzt haben sie es mal gut gemacht. Über die rechte Seite. Müssen aber abstoppen an der Mittellinie, denn der UFC ist schon wieder sehr gut sortiert da hinten drin. Tuner Dennis, der vorne drauf geht. Auch der Bosic, der jetzt mal den Turbo zündet. Gut geklärt von Dennis Vural. Der hat die Abgeklärtheit. Ein ganz erfahrener Mann. 33 Jahre alt. Schon in der Türkei in zweiter und erster Liga gespielt. Und jetzt geht es auch nochmal über die rechte Außenlinie. Ja, aber nach vorne beim FSV Fernwald läuft nicht mehr viel seit dem 1:0. Stattdessen der UFC mit Andacic. Guter Pass in die Spitze. Ja, Bosic wartet auf Jason Breitenbach, der mitkommt. Die Flanke kommt direkt auf den langen Pfosten zu Christian Stark. Ja, da können sie nicht gerade, ja, im Endeffekt hat er doch den Ball, Pierre Kleinheider. Aber da konnten sie sich gerade nicht richtig einigen, wer hingehen soll. Fast war Christian Stark der glückliche Nutznießer. Hat hier sein zweites Tor markiert. Aber noch steht 1:1. Ja, der Stefan, der schreibt, ja, auf die Werbung auf der Rückseite, da muss man sich eben grundsätzlich erstmal dran gewöhnen, aber vielen Dank an Paddy Protect AG, dass sie das auf das Blau verzichten, das haben wir ja jetzt mehrfach erwähnt. In der Tat, das ist eine ganz, ganz große Geste. Weiter geht's hier mit dem Hessenligisten aus Mittelhessen. Ja, und dass die Hessenligisten Fußball spielen können, das haben wir ja letzte Woche schon gesehen. Da wird schon auch ein gepflegter Ball gespielt. Klar, so ist es. Spielen auch schnell nach vorne, aber manchmal ist es dann doch zu bemerken. Also sie sind natürlich abgeklärt auch hinten, also die Abläufe stimmen, aber nach vorne hin fehlt dann so ein bisschen Durchschlagskraft, häufig. Sobald dann der Ball im Mittelfeld kursiert, ist relativ schnell Schluss. Jetzt haben sie aber den Ball erstmal hinten drin. UFC lauert wieder, wann können sie drauf gehen? Gute Spaßstaffette, aber auch gut rausgerückt von Enes Zengi, der die Situation sehr gut eingeschätzt hat. Und dann über links geht, sich einfach mal ein Herz fasst. Verpasst so ein bisschen das Zuspiel auf die linke Seite zu Christian Stark. Bügelt aber seinen Fehler gleich wieder aus. Super Aktion von ihm. Jetzt ist er bei links. Bei Stark. In die Mitte gespielt zu Serkan Firat. Schöner Doppelpass. Und jetzt sind viele Männer oben drin. 4-2. Christian Stark an der Grundlinie. Die Flanke muss kommen, aber gut geklärt. Geht über das Tor aus. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber wollen wir mal abwarten, was die Ecke jetzt bringt. Ja, erneut von links. Da ist unser toller Balljunge, der auch die Kamera da hinten bewacht. Und Serkan Firat, der schickt sich an, diese zu treten. Wie geht's weiter mit dem UFC? Nächsten Samstag, gleich jetzt am Samstag, gegen Bergisch Gladbach. Heimtestspiel. Und jetzt erst einmal der Eckball auf die 16er Kante.
Oh, jetzt ist es dann endgültig geklärt, die Situation. Ja, und dann gibt es ja in der nächsten Woche das große Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Das ist richtig geil. Also, dass das geklappt hat mit dem Testspiel, mega. Da freut sich, glaube ich, jeder drauf. Ich glaube, Jason Breitenbach hat es auch mal gesagt beim ersten Training, dass er sich da besonders drauf freut. Ich schätze mal, es wird schon ein sehr guter Schlagabtausch. Bin gespannt. Wann ist das nochmal? Am 28. ne? Spiel gegen Rot-Weiß Essen am 28. 29. Am Donnerstag, den 29. um 19 Uhr. Heute haben wir auf der OFC-Website und per Pressemeldung bekannt gegeben, dass morgen der Vorverkauf losgeht. Also da kann man sich die Tickets sichern. Über 6.000 Zuschauer, ich glaube an die 6.400 Zuschauer, dürfen wir reinlassen und dann brennt der Baum. Das ist einfach nur geil. Also großartig. Da freuen wir uns alle drauf. Donnerstagabend gegen Rot-Weiß Essen. Jetzt aber erstmal hier noch die erste Halbzeit gegen FSV Fernwald. Es sind noch gut 8 Minuten zu spielen in dieser ersten Hälfte. Relativ. Übrigens auch Auswärtsfans kommen. Also die Kollegen aus dem Kohlenpott haben vor, mit 2 oder 3 Bussen sogar zu kommen. Also eine tolle Sache. Wird allerdings nicht der Block 16 auf sein, der Stehblock, sondern es wird der Sitzblock dann auf sein. Wie auch immer, also ihr seid uns herzlich willkommen. Kommt zum OFC. Ich denke, das ist ein kultiges Duell. Definitiv. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und stehen werden sie wahrscheinlich trotzdem. Obwohl es jetzt Sitzblock ist. Serkan Firat jetzt mal mit der Bewegung nach vorne. Schöner Abschluss ins rechte Eck. Toller Volley. Gute Einzelaktion. Aus gut 15 Metern mit links draufgehalten. Schöne Annahme. Und dann sofort vollendet ins lange Eck. Nichts zu machen für den Torwart. Und dann steht es plötzlich 2:1 für den OFC. Und dann haben wir es hier nochmal in der Entstehung über links und zack, da ist er drin, eingeschweißt, links unten, Serkan Firat, 2:1, das Ganze in der 36. Minute. Ja, so kann, so darf, so soll es weitergehen. So kann man mal einen Ball abschließen, definitiv. Links unten meinst du natürlich aus Torwartsicht, aus unserer Sicht, du hast da rechts unten rein. Noch ins innere Außennetz, wenn ich es mal so sagen darf, das sind die schönsten, finde ich. Super Tor, Serkan Firat. Er hat natürlich einen super linken Fuß, das wissen wir alle. Jetzt wieder angespielt im Zentrum, ja, aber kommt nicht ganz dran. FSV Fernwald kann umschalten. Schöner Pass auf die rechte Seite. Laufduell jetzt da, Ronny Marcos. Aber hier beweist er seine ganze Schnelligkeit, wird dann auch noch gefoult. Also gute Aktion von ihm. Zieht da komplett durch und zieht das Foul und holt uns somit den Ballbesitz zurück. Freistoß also tief in unserer eigenen Hälfte. David Richter nimmt Sebastian Zieniecki mit. Das gibt wieder viel Platz auf der rechten Seite. Können jetzt den Ball vorantreiben. Über Jason Breitenbach. Aber die haben es jetzt gerade nicht eilig. Das war super gespielt vom OFC, dieses 2:1. Drehen hier also dieses Spiel, nachdem der FSV Fernwald für kurze Zeit mit 1:0 in Führung lag. Dann waren es Christian Stark und eben Serkan Firat mit 1:1 und 2:1. Schöner Pass jetzt in die Spitze zu Jakob Lemmer. Ja, der wird angegangen. Die Fahne bleibt aber unten. Und Pfeife ertönt auch nicht. Mal ein super Pass von hinten raus zu Jakob Lemmer. Aber dann doch gut verteidigt. Ja, Marius, was können wir sagen bis jetzt? 2:1 steht. Okay, das ist natürlich mehr als nur gerecht, wenn man die Chancenverhältnisse ansieht. Klar muss der OFC führen, vielleicht sogar um das ein oder andere Tor mehr. Aber die Frage an dich, wer gefällt dir besonders gut? Ich muss sagen, ich lege natürlich auch ein besonderes Augenmerk. Erstmal ganz kurz nochmal Tunay Dennis mit dem Pass in die Mitte. Kommt nicht an. Auf unsere 9. Dann gefällt mir Christian Stark auf der linken Seite schon sehr, sehr gut. Nicht nur, weil er ein Tor geschossen hat, auch weil er einfach gut wirbelt und immer anspielbar ist. Dann Dejan Bosic, der vorne die Wege macht, konnte seine Leistung noch nicht krönen. Finde ich, macht aber trotzdem einen guten Auftritt. Zieht Dennis Sprints durch. Serkan Firat wie immer extrem ballsicher, ebenso wie Tunay Dennis. Und auch hinten in der Verteidigung gefällt mir natürlich wieder die Innenverteidiger Zieniecki und Enis Zengi, der seine Sache sehr, sehr gut macht, der junge Mann. Und auch Jason Breitenbach. Aber naja, spielerisch könnte noch etwas mehr klappen, könnte noch ein bisschen mehr Zug nach vorne sein. Wir haben das Spiel auf jeden Fall im Griff. Aber alles in allem ist es eine super Leistung für dieses Testspiel. Jetzt haben wir das Spiel auch gedreht, das heißt, wir haben es wieder alles in eigener Hand.
Ja, gleich wird es Einwurf geben. Ich sag's nochmal, wir brauchen eure Unterstützung. 40 Euro braucht's für die ganze Saison. Es geht auch 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro. Dann bekommen wir das hin, Fanradio und Kickers TV immer, immer, immer und überall zu machen. Auch jetzt im Trainingslager in Polen gibt es 2 tolle Testspiele. Alles das können und müssen wir finanzieren, so dass es für den OFC nicht eine Belastung ist, sondern umgekehrt, dass es ja für den OFC vielleicht eher sogar ein Vorteil ist. Eine finanzielle Einnahme auch, ganz klar. Aber wir müssen natürlich auch unsere Kosten erstmal bestreiten. Deswegen herzlichen Dank all denen, die sich schon beteiligt haben. Und da läuft es auch unten im Laufband, das Konto der Offenbacher Kickers. Jetzt gilt es wieder, die Beiträge einzusammeln. Herzlichen Dank all denen, die uns unterstützen. Wir unterstützen euch allemal. Wir legen vor. Und wenn ihr nachzieht, dann kriegen wir das hin. So, ich schaue mal zur Uhr. Da haben wir ja jetzt die 40. Spielminute. Also 5,5 Minuten wird es noch offiziell gehen. Und ja, ich würde mal sagen, ein Türchen nehmen wir schon noch mit. Ja, noch eins vor der Halbzeit als Bestätigung. Wäre schon sehr, sehr gut. Bei den Fernwäldern läuft nach vorne mittlerweile wirklich nicht mehr viel. Der UFC hat das wirklich im Griff. Sie lauern nur auf Konter. Aber auch die gibt es nicht wirklich oft. Jetzt eben der neue Ball auf die linke Seite kommt nicht an. Landet in den Händen des Torwarts der Fernwalder. Kleinheider ist das. Aber der UFC geht auch sehr früh vorne drauf. Gefällt mir auch sehr gut heute. Tuna Dennis in einer sehr offensiven Rolle. Und Theo Andacic, der da hinten alles abräumt, als defensives Mittelfeldglied. Und Dennis und Serkan Firat wechseln sich da immer ab. Auf der 10 und auf der 6. Ja, gerade mal gut reingegangen bei Tuna Dennis. Glück gehabt. Jetzt gibt aber der Steilpass wieder gut aufgepasst von Enes Zengin. Nimmt David Richter mit und der macht es dann ganz cool. Auf die linke Seite, wieder zurück zu Zengin. Die machen das ganz abgeklärt da hinten drin. Auch unser neuer Torwart David Richter, neu dazugekommen. Hat einen guten Eindruck gemacht beim Interview auch. Netter Kerl. UFC wieder nach vorne. Aber Jakob Lemmer kommt nicht ganz dran zusammen mit Jason Breitenbach. Geht immerhin dazwischen. Gibt nun einen Einwurf. Tief in der eigenen Hälfte des FSV Fernwald. Das heißt, wir können wieder früh drauf gehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Motto unserer Offensive in dieser Halbzeit bisher. Sie wollen schnell den Ball zurückerobern. Diesmal von der rechten Seite, beziehungsweise von der linken Seite aus Fernwalder Sicht. Die haben ja eingeworfen. Und ja, auf der linken Seite eingeworfen. Mittlerweile der Ball aber schon längst wieder bei uns. Auf der Seite Serkan Firat mit Matteo Andacic. Schöner Pass in die Spitze zu Christian Stark, aber der ist schwer zu nehmen. Super Ball in die Schnittstelle. Gibt es dann doch einen Einwurf für. Gibt es dann doch einen Einwurf wieder für den FSV Fernwald. Diesmal auf der rechten Seite, um ganz klar zu sein. Auch die Auswechselspieler des FSV Fernwald laufen sich mittlerweile warm. Vielleicht wird dann nochmal bunt durchgewechselt für Halbzeit 2. Bin gespannt, wen es rhetoristisch auch alles noch bringen wird heute. Zumindest hätten wir hier einen ganzen Schwung noch auf der Liste stehen. Ja, hast recht, aber ich muss sie gerade nochmal die Stimme heben. Gut gespielt, der Ball zu Jason Breitenbach, aber dann doch etwas zu wenig steil, muss man sozusagen. Aber jetzt kann man die Liste nochmal, der Ersatzspieler. Ja, Angelo Tramontana, Mulicana, Mike Vetter, Lukas Hermes, Malte Karpstein, Davut Tuma, Dennis Husin Basic, Elia Soriano, Okung Boba, Osa, der ist natürlich dabei, dann Elon Mamuti, dann haben wir Chaisa Awapi und Florent Boyai sowie Moreno Giesel. Also da, ich glaube, die wollen alle nochmal ran. Glaube ich auch. Und bei so einem Testspiel kann man natürlich auch bunt durchmischen. Bin mir sicher, dass da zur zweiten Halbzeit schon jemand Frisches eingewechselt wird. Eben eine Kopfballchance nochmal für Sebastian Zieniecki. Die Flanke war dann etwas zu hoch für ihn. Ist er hochgestiegen, aber konnte nicht mehr genug Druck aufs Tor bringen, um den da in gefährliche Zonen zu köpfen. Weiter geht's mit dem FSV Fernwald mit dem Ball in die Spitze. Aber gut aufgepasst. Vorne wie hinten präsent. Sebastian Zieniecki zusammen mit Tuna Dennis. Und dann der Seitenwechsel zu Ronny Markus, der den Ball gut annimmt. Jetzt in der Schlussphase vielleicht nochmal Druck machen, vielleicht nochmal ein Tor vor der Halbzeit. Das wünschen sich natürlich alle hier. Christian Stark wieder zu Ronny Markus, zurück zu Stark, der nach innen zieht. Jetzt den Ball loswerden muss, denn der FSV Fernwald steht auch ganz gut hinten mit einer Fünferkette drin. Wir spielen so eine 5-3-2, sieht es irgendwie aus. Guter Pass auf die rechte Seite, Jason Breitenbach, ja. Gegen 2. Abpraller bekommt er nochmal an der Grundlinie. Zurückgespielt, jetzt in den Rückraum. Aber da wartet niemand für den Anschluss. Wird aufgepasst im Endeffekt von der Defensive.
Ja, die Idee war ganz gut, aber da war kein Abnehmer. Hat viel Zeit gehabt, vielleicht jetzt nochmal. Serkan Firat, der da um die Kugel kämpft, zusammen mit Bosic. Jetzt krönt er endlich seine Leistung, macht sein Tor zum 3:1. Unser Stürmer Dejan Bosic hat also sein Kickerstor. Ja, und auch das wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Und da haben wir das dann hier im Replay und dann kommt es nochmal in der Zeitlupe. Also das werden wir gleich hier nochmal richtig sehen. Also hier überhalb links. Und oh, das ist ja jemand, der weiß, wo das Tor steht. Er lässt sich das nicht zweimal sagen. Also insofern. Also, das war das 3:1, damals eingeblendet. Und jetzt der FSV Fernwald. Also, dann Fernwald. Erst einmal in weiter geht's mit dem OFC Jason Breitenbach zu Enes Zengin. Links raus nochmal zu Ronny Markus. Wir haben noch vielleicht ein halbes Minütchen zu spielen. Und Dejan Bosic eben das Tor geschossen. Jetzt links raus zu Ronny Markus. Vielleicht noch eine Flanke vor der Halbzeit. Zurückgespielt zu Tunay Dennis. Schöner Seitenwechsel zu Jason Breitenbach. Der kommt an, verschätzt vom Abwehrspieler. Jason Breitenbach zurückgespielt zu Jakob Lemmer. Der Abschluss geht am langen Pfosten vorbei. Knappe Geschichte, gut gespielt. Und jetzt ist erstmal Halbzeit. Wir hören uns in 15 Minuten wieder. Bis gleich. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht. Wir sind alle da und wir wollen unsere Kickers sehen. Der Biblegeist, die Fahnen rot und weiß. So, früh morgens schon hier am Biberer Berg. Was gibt's denn Schönes? Dauerkarten kaufen. Ganz klar. Welcher Bereich? Block 3, Stehplatz. Okay, das muss sein, oder? Das ist ja Pflicht. Absolut. Habt ihr schon lange darauf gewartet, dass es endlich wieder losgeht? Ja, so wie ein ganzes Jahr. Und wie sieht's aus? Vorfreude auf die neue Saison? Absolut. Ganz egal, ob du verlierst. So, ihr steht auch an. Ihr wollt Dauerkarten. So ist es. Erzähl mal, wie heißt bist du? Immer der Bärsch. Ja? Immer der Wolf. Nee, alles gut. Wir wollen doch nächstes Jahr aufsteigen. Da muss man doch dabei sein. Okay. Und wenn man schon sagt, wie ich seit 40 Jahren dabei ist, dann erst recht. So, gestern ging es ja schon mächtig rund. Hat man das hier auch in der Kasse 4 gemerkt? Ja, es standen zeitweise sehr viele Schlangen. Es hat sich dann aber gut verteilt. Es wurden aber gute Umsätze gemacht. Und heute soll es so weitergehen? Heute soll es so weitergehen, ja. Schön. Seid ihr dann schon dabei bei den Kickers? Ich bin seit 1978 dabei. Okay. Und ich seit 2018. Und natürlich auch jetzt in der aktuellen Saison, gell? Ja, natürlich. Da letzte schon. Saison auch schon. Da haben wir halt von zu Hause aus geguckt. Ja, das war auch schön, aber jetzt wird es noch schöner. Ja, wir hoffen es. Wir hoffen es sehr. Okay. Also es fehlt uns, oder? Fehlt uns sehr, ja. So, was treibt dich her so früh hier morgens am Biberer Berg? Ich hole mir eine Dauerkarte für Block 2, endlich wieder Stehplatz. Ja. Und meine Mannschaft anfeuern. Ich freue mich riesig darauf, endlich wieder auf die Waldemar Kleintribüne zu gehen. So, die nächsten Dauerkarten sind verkauft. Ello, das war gestern ein ganz besonderer Ansturmer und heute Morgen geht es gleich hier weiter. Das stimmt, hier ist ordentlich was los und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht.
ja, alle, die gerne mehrere Dauerkarten kaufen möchten oder auch für mehrere Personen, es ist natürlich am einfachsten, hier vor Ort vorbeizukommen oder bei der Ticket-Hotline anzurufen. Da kann man für, ja, für 4 Leute eben die Tickets reservieren. Ansonsten ist jeder, der seine Dauerkarte bisher online gekauft hat oder nur für eine Person kaufen möchte, der kann das im Online-Shop ganz bequem machen. Danke für die Info, du musst weitermachen. Ja, es geht weiter. Alles gut. Und wie schaut's mit dem UFC? Sehr gut. Wir haben wieder eine gute Gruppe, einen guten Vorstand. Ich hoffe, dass es weitergeht. Und deswegen muss die Dauerkarte her, oder? Genau. Und gestern hat es ja schon mächtig geräumt, über 1000 Dauerkarten. Gott sei Dank, weil der Verein braucht ja die Einnahmen. Und heute Morgen geht es gerade so weiter, oder? Ich hoffe, ich würde mich freuen, wenn wir so 6000 Dauerkarten bekommen. Ist zwar nur ein Traum, aber warum nicht? Ihr werdet schon sehen, wie schnell sowas in Offenbach geht. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht.
So, da sind wir wieder. Zurück aus der Halbzeitpause. Wir haben eine komplett neue Elf auf dem Platz. Wir fangen natürlich hinten an. Beim Torwart Tramontana ist jetzt drin. Außerdem haben wir Moreno Giesel mit dabei. Mudi Chana ist mit von der Partie. Flo Bojai, Mike Vetter, Lukas Hermes, Malte Karpstein, Davut Tuma, Dennis Hüseyin Basic, Elia Soriano und Osa Renren Okungbova sind also alle neu mit dabei. Wir werden im Verlauf der Halbzeit natürlich mal schauen, wo sie alle aufspielen werden. Moreno Giesel als Linksverteidiger, Malte Karpstein in der Innenverteidigung zusammen mit Mudi Chana. Das ist schon mal sicher. Okungbova dann als Sechser, Dennis Hüseyin Basic und Flo Bojai werden so ein bisschen die offensiveren Parts übernehmen. Im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, dann über links Davut Tuma, über rechts Lukas Hermes, ganz im Sturm Elia Soriano. So ist es. Und auf der rechten Seite neuer Kapitän, Rechtsverteidiger Mike Vetter. So ist es. Also, Ball läuft wieder. Malte Karpstein mit dem Ball am Fuß nimmt Okungbova mit. Im Zentrum, direkt umringt von vier Männern. Gut dazwischen gegangen. Dann nochmal in die Mitte gespielt vom FSV Fernwald. Mudi Chana rückt aus. Gut gespielt allerdings vom FSV Fernwald. Immer noch am Ball. Auf der linken Seite könnte jetzt die Flanke kommen. Gefährlich. Kommen hier spritzig aus der Halbzeitpause. Aber im Endeffekt ist es der Kopf von Dennis Hüseyin Basic, der den Ball rausklärt. Flo Bojai mit dem Versuch, da links rauszuspielen und Vincent Moreno Giesel mitzunehmen. Aber das klappt nicht. Aber Davut Tuma rückt mit auf. Holt sich den Ball. Links vorbei am Gegenspieler. Auf der linken Geraden läuft er immer noch. Die Flanke kommt hoch, etwas zu hoch. An Freund und Feind vorbei bis auf die andere Seite in Richtung Mike Vetter. Der geht nochmal drauf und holt also den Kickers hier den Einwurf raus. Können sich also schon zu Beginn dieser zweiten Halbzeit vorne festbeißen. Unsere Kickers. Einwurf jetzt auch Mike Vetter. Neuer Kapitän auf dem Platz. Hat Tunay Dennis also abgelöst. Zumindest mit der Kapitänsbinde. UFC weiterhin am Ball. Schöner Steckpass vorne rein. Hüseyin Basic. Aber leider nur das Außennetz. Das war schon die erste gute Gelegenheit in dieser zweiten Hälfte. Wurde auch eingefangen. Habt ihr es euch nochmal in der Wiederholung. Dennis Hüseyin Basic hat ja schon gegen Ginsheim getroffen. Hier nähert er sich seinem Treffer an. War aber ein bisschen zu spitz der Winkel dann. Im Endeffekt, ihr habt es gesehen, von der rechten Seite nur das Außennetz getroffen. War noch leicht abgefälscht, dieser Ball anscheinend. Jetzt gibt es hier die nächste Ecke. Davut Tuma legt ihn nochmal ab. Jetzt bis zur Grundlinie gegangen. Jetzt muss die Flanke kommen von Lukas Hermes. Aber es gibt die nächste Ecke nochmal. Ja, das ist auch mal eine neue Eckenvariation. Die kennen wir so noch gar nicht, dass zwei Spieler dort stehen. Davut Tuma und Lukas Hermes. Sich da entscheiden müssen, ey, wer spielt. Davut Tuma entweder mit links oder eben Lukas Hermes mit rechts. Davut Tuma sieht so aus, als ob er das jetzt machen wird mit links. Also die Ecke reingeschlagen, geht direkt in die Arme des Torwarts. Kein Problem für Pierre Kleinheider mit dem Abschlag in die Spitze. Er will das Spiel schnell machen. Abgepfiffen die Situation. Ja, ja. Da stand dann Osa Renren. Okungbova, glaube ich, im Torwart zu etwas zu sehr im Weg. Fair, dass hier gepfiffen wird. So muss es sein. Alles gut. In diesem Testspiel muss man sich über gar nichts aufregen. Geht also weiter mit einem Freistoß. Bin gespannt, was die neue Elf hier auf den Platz also bringen kann. In dieser zweiten Halbzeit, auch in Halbzeit 1, hat es etwas gedauert, bis der UFC richtig gefährlich wurde und auch Tore erzielt hat. Aber so langsam, aber sicher wird man den FSV Fernwald hier müde spielen. Die haben nicht so sehr gewechselt wie der UFC. Malte Karpstein jetzt am Ball, geht vorbei am Gegenspieler. Dann der Pass in die Spitze in Richtung Elia Soriano. Schöner Pass, aber der Abpraller landet dann doch wieder auf Seiten des FSV Fernwald. Und jetzt kann es schnell durch die Mitte gehen. Okungbova kommt nicht ganz dran. Mike Vetter auf der rechten Seite jetzt gefragt. Ja, das macht der FSV Fernwald aber ganz gut. Bleiben hier erstmal im Ballbesitz. Spielen dann durch die Mitte, gibt den Freistoß Flo Bojai, der zulangt gegen seinen Gegenspieler. Gibt hier also aus relativ zentraler Position. Wird trotzdem noch so knapp 30 Meter Torentfernung sein. Gibt es also erst den Freistoß. Jetzt schon ausgeführt. Chipball vor den Tor. Ah, da ist der Lupfer, aber geht über das Tor. Ja, das war eine freche Aktion. Schnell reagiert vom FSV Fernwald, im Endeffekt dann aber weit übers Tor. Deswegen müssen wir das gar nicht noch in der Wiederholung zeigen.
landet im Tor aus. Muricana zusammen mit Malte Karpstein und Osaren Ren Okungbova. Okungbova vom VfB Lübeck gekommen. Jetzt der Fan, oh, gut dazwischen gegangen, gerade noch seinen Namen gesagt. Und jetzt geht er mit einer Monstergrätsche dazwischen, denn sonst wäre der Spieler des FSV Fernwald wohl durch gewesen. Nicolas Strack, der Mann mit der Nummer 13, der da geschickt wurde in die Spitze. Aber gut dazwischen gegrätscht. Wie gesagt, gibt also den Einwurf. Denn da war noch ein Fernwalder dran für den OFC. Pardon, ich nehme es zurück, ist ein Freistoß. Muricana zu Malte Karpstein. Ein schöner Ball. Und Karpstein jetzt mit viel Platz vor sich. Stoppt nochmal ab und nimmt im Endeffekt Osarenren Okungbova mit, der eine gute Rolle einnimmt, sofort als zentraler defensiver Mittelfeldspieler immer anspielbereit ist. Auch Dennis Hüseyin-Basic, der sich jetzt mal fallen lässt. Gute Aktion von ihm, zusammen mit Malte Karpstein, der jetzt schon viel vom Spiel hat. Und der passt wieder in die Spitze zu Dia Soriano. Diesmal gut verteilt zu Flo Bojai. Pass auf die linke Seite, landet im Seitenaus. Ja, den konnte Vincent Moreno-Giesel nicht mehr ganz wirklich verarbeiten. Landet im Seitenaus. Gibt also den Einwurf. So, und da geht's weiter hier. Tief in der Hälfte der Fernwalder. Ganz in Gelb. Aber schon wieder der OFC dazwischen. Schön durchgesteckt. Jetzt auf der linken Bahn. Naja, da hat er abseits gewunken. Also gut. Auf ein neues OFC. Hast du gesehen, wie ich hier die Bahnen gezogen bin hier? Hm? Ja, leider. Mit Kamera in der Hand. Ach, bist du mitgelaufen, ja? Ja, aber hör mal. Es ist dein Laktattest heute gewesen, quasi. Aber hallo. Wo ist das Blut am Ohrläppchen? Ich glaube dir nicht. Ja, auch bekannt als Pacemaker, weißt du? Oh man, Peacemaker wohl eher. So, gibt es also den Abseitsfreistoß jetzt für den FSV Fernwald. Währenddessen laufen sich unsere Spieler aus der ersten Halbzeit hier nochmal aus. Das ist gut für die Muskeln. Die nochmal schön in die Ruhe zu bringen. Moreno Giesel auf der linken Seite setzt sich gut durch gegen seinen Gegenspieler. Aber der Pass kommt dann nicht an. Im Endeffekt gibt es dann das Foul und den Freistoß für den FSV Fernwald. Und es gibt noch einen Doppelwechsel bei den Fernwaldern. Okay. Mit der Nummer, genau. Ja, was auf dem Stinks? Ein Tableau. Der Mann mit der Nummer 7 kommt. Mirko Frese. Und auch der Mann mit der Nummer 12, Tim Richter. Kommen also neu ins Spiel für den FSV Fernwald. Vom Platz geht der Mann mit der Nummer 23, Janis Görke. Und die andere Zahl habe ich gerade nicht gesehen. Ach, Nicolas Strack war das. Jetzt gibt es also den Freistoß. FSV Fernwald hoch rein in die Arme von Tramontana. Kein Problem für unseren Torwart. Also, ich kriege hier Grüßen aus Bremerhaven. Ihr macht einen super Job, tolle Kameras und so weiter. Und er ist ganz begeistert und will dabei sein, auch beim Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Macht weiter so, ihr seid super. Und er drückt uns aus dem hohen Norden die Daumen. Das ist ja cool. Bremerhaven. Sehr im Norden. Da wo Tuma jetzt. Schöner Steilpass. Aber etwas zu genau gespielt in den Rücken von Lukas Hermes. Aber der ist schnell. Spritzt dazwischen, holt sich den Ball nochmal zurück. Und dann geht er aber zurück bis in die Verteidigung. Weiter geht's sehr sportlich mit dem SV Fernwald. Pass in die Spitze, aber etwas zu steil gespielt. Kein Problem für Tramontana hinten drin. Ganz ruhig gemacht. Und dann geht's weiter mit Muricana und Okungbova. Rechts raus zu Mike Vetter. Ja, jetzt könnte nach vorne mal wieder was gehen für den OFC. Flo Bojai. Zurück nochmal zu Okungbova. Auf der linken Seite steht Moreno Giesel. Kriegt jetzt auch den Pass zugespielt. Der geht weit bis an die Grundlinie. Muss er jetzt nochmal den Sprint ansetzen. Vielleicht direkt die Flanke mit links. Aber da kommt er nicht mehr ganz dran. Landet im Tor aus.
gibt nochmal die Aufforderung von Sretoristic, richtig durchzuziehen, auch in so einem Testspiel. Alle Sprints durchzuziehen, das erwartet er natürlich von seinen ganzen Spielern. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch die Aufforderung, nochmal richtig durchzuziehen. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung, so wie wir für euch durchziehen. So wünschen wir euch das uns jetzt von euch. Das wäre toll. 40 Euro braucht es für die ganze Saison. Damit machen wir alles, alles, alles live. Auch aus Polen, Trainingslager und hier auf allen kleinen Sportplätzen. Ja. Und wem das Weinschlag zu viel ist, geht auch 2x20 Euro und Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro. Das hat jeder im Monat, denke ich. Und dann klappt das. Vielen herzlichen Dank all denen, die schon mitgemacht haben. Jetzt ist wieder die Zeit, wo wir die Beiträge einnehmen müssen, damit wir leisten können. Wollen tun wir es allemal und vorlegen sowieso. Da sind wir immer dabei, wie auch heute. So, Fernwald drückt auf den Ausgleich. Ja, noch nicht Ausgleich, erstmal Anschlusstreffer. 3:1 steht es ja erst, deswegen müssen sie erstmal das zweite Tor schaffen. Aber sind gut reingekommen in die zweite Halbzeit. Auf jeden Fall bemüht nach vorne mit vielen Ballaktionen. Aber im Endeffekt ist oft Endstation Osa Renren Okungbova zusammen mit Lukas Hermes, der einen Schlag abkriegt an den Knöchel. Der ist aber auch wendig, ne? Lukas Hermes, der Mann, der bei Freiburg 2 und auch Mainz 2 gespielt hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, dann habe ich noch Grüße vom Uli Schmidt, Alex, Manuel und so weiter. Sind derzeit in Kroatien. Und liebe Grüße ans Fanradio-Team und Kickers TV-Team. Ja, und der Kroate an sich ist sowieso Kickers-Fan. Und dort schaut man jetzt Kickers TV. Das ist richtig. Also gut erkannt. So ist es. Weiter geht's mit Okungbova und mit Tramontana. Also, sie spielen sich hier gerade noch so ein bisschen ein. Die zweiten Elf für Halbzeit 2 also. Davutuma, der mal gesucht wird auf der rechten Seite, hat jetzt die Seiten gewechselt mit Lukas Hermes. Der ist auf die linke Seite gegangen. Im Endeffekt ist es Mudichana hinten drin, der den Ball behauptet und zurückspielt. Und der weite Ball nach vorne zu Osoriano. In der Mitte viel Platz jetzt für Lukas Hermes. Ja, guter Passversuch. Zu Dennis Hüseyin-Basic, kommt nochmal an bei Moreno Giesel, legt sich den Ball etwas zu weit vor. Dann im Tor ausgelandet, aber das war gut vorgetragen. Die Idee von Lukas Hermes, den Steckpass da links rauszuspielen zu Dennis Hüseyin-Basic, war super. Aber war noch ein Bein dazwischen. Situation lief weiter. Im Endeffekt der Ertrag, immerhin eine Ecke. Von links. Ja, aber wir sind mal nein. Komm, ja, ich kann es nicht so genau sehen, wer es ist, der den... Lukas Hermes oder... 17. Ja, Tuma ist das, Tuma. Davutuma. Ja, mit der Ecke. Mit links. Ja, Lukas Hermes steht da bereit für eine kurze Variante, wird aber doch die traditionelle Ecke auf den Elfmeterpunkt. Aber rausgeköpft erstmal von der Verteidigung der Fernwalder. Mike Vetter hinten als Absicherung gewesen. Jetzt mit dem neuen Ball rein, hoch und lang, aber in die Fänge des Torwarts vom FSV. Fernwald, kein Problem im Endeffekt für ihn. Abwurf auf die linke Seite. Aber der UFC nähert sich langsam aber sicher. So, jetzt kriege ich hier Besuch. Ein OFC-Fan, schickes neues Trikot hast du, sogar schon in Rot die Rückseite. Erzähl mal, wer bist du genau? Ich bin David, ich bin 10 Jahre alt, ich komme aus Erlensee. Aus Erlensee und da ist man natürlich auch Kickers-Fan. Ja, natürlich. Ja, was denn sonst? Gibt ja nichts anderes, oder? Ja. Und der Papa ist auch ein guter Offenbacher Fan? Der hat dort mal gespielt. Der hat gespielt beim Kickers? Ja. In der ersten? Ja. Oh, also das ist ja toll. Wie ist dein Nachname? Stamm. Stamm. Okay, ja, ja, ja. Also, das ist ja interessant. Also, und was sagst du zur neuen Mannschaft, so wie wir sie jetzt hier sehen? Also, ich finde die besser als früher. Also letzte Saison. Da waren wir ja auch schon richtig gut. Da waren wir sehr gut und ich denke, diese Saison werden die aufsteigen in die dritte Bundesliga. Also, wenn du das sagst, dann kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, grüß deinen Papa schön. Und schön, dass du bei uns warst. Alles Gute, spielst du auch Fußball? Ja. Und irgendwann, wo willst du spielen, wenn du groß bist? Offenbach. Na, also, das wollte ich hören. Alles Gute, mein Lieber. Mach's gut. Und da habt ihr es gehört. Die Jugend hier in Erlensee ist auch für den OFC. Klar, der wird ein ganz großer, hat man schon gekannt. Einen richtigen Verein hat er sich. Ganz cool, die Interviews, ne? Ja, definitiv. Schon viel Pressetraining gehabt.
Da kommt er. Wird bestimmt mal ein Großer. Also den richtigen Verein auf jeden Fall schon ausgesucht, wie gerade gesagt. Und da will er mal hin zum OFC. Auf jeden Fall sollte das Ziel sein. Weiter geht's erstmal mit einem Abstoß FSV Fernwald. Davo Tuma will dazwischen gehen. Ja, aber der FSV Fernwald bleibt erstmal dran. Guter Pass auf die rechte Seite. Jetzt kommen sie mal durch. Flanke über rechts. Ja, muss er nochmal annehmen am langen Pfosten. Ungefähr auf Höhe des Strafraums. Ja, im Endeffekt ist aber der OFC da. Kann klären. Weiter geht's beim OFC über die rechte Seite. Das ist schnell, das ist gut. Lukas Hermes mit dem Pass in die Mitte. Der Pass ist nicht gut genug. Aber trotzdem, super Sprint von Lukas Hermes auf der rechten Seite. Gebt die weitere Ecke. Nee, wir haben den auf der anderen Kamera. Guck mal, wir haben den auf der anderen Kamera. Geh mal jetzt hier drauf. So, auf die drei. Also, da haben wir den jungen Mann, der eben hier gesprochen hat. Das ist der David. Und da kann er mal winken, da habt ihr ihn im Bild. Und jetzt geht es hier auch gleich weiter mit der Ecke. Da habt ihr den mit dem neuen Trikot hier, der gerne bei Kickers Offenbach spielen will. David. Alles klar. Dann drücken wir ihm die Daumen, dass der Weg geebnet wird und dass er das schafft, um ihn hoffentlich bald beim OFC begrüßen zu dürfen. Weiter geht's mit der Ecke. Elias Soriano auf der linken Seite holt sich den Ball nochmal zurück. Die nächste Flanke, ja, aber die kommt nicht an. Erstmal rausgeköpft. Mike Vetter wieder als Absicherung. Wieder kommt der Ball rein, geht durch bis zu Elias Soriano. Fahne bleibt unten. Flanke jetzt von der linken Seite. Die kommt gut. Oh, an die Latte. Donnerschlag. Also, da müssen wir nochmal reinschauen. Klasse Geschichte hier. Also, gucken wir mal. Von der linken Seite reingeflankt, direkt genommen. Und da hat er noch die Latte gestreift. Gute Möglichkeit. Ja, sehr gute Möglichkeit. Tolle Flanke, gut dran geblieben. Und dann wirklich nur touchiert die Latte und dann rüber. Ja, wir nähern uns langsam ran. Also Druckphase, FSV Fernwald haben wir überstanden. Jetzt kommt der OFC wieder. Beim Stand von 3:1. So langsam kann man mal wieder erhöhen. Aber wie gesagt, man merkt auch, dass der Gegner ein hässliches ist. Super draufgegangen übrigens jetzt von Dennis Hüseyin Barsic. Der hat aber auch eine Power. Geht auf jeden Ball drauf, ist spritzig. Den haben wir lange gebunden an den OFC. Da war ich sehr, sehr froh drüber, dass er so lange bleiben will. Dennis Hüseyin Barsic. Also, der hat wirklich rosige Zeiten vor sich, da bin ich mir sicher. Großes Talent auf jeden Fall. Hat auf Anhieb seinen Mann gestanden. Kam aus dem Jugendfußball, hat ja dort auch die zwei mit vorentscheidenden Tore zum Bundesliga-Aufstieg der U19 gemacht gegen Elversberg. Und ja, ist dann gleich aufgerückt in den A-Kader. Und das ist ja normalerweise ein Riesensprung von der U19 in den A-Kader. Aber dort hat er nicht einfach so ein bisschen irgendwie mitspielen dürfen. Nein, er hat dort richtig auch Akzente gesetzt. Total, am Ende auch Stammspieler geworden. Hatte da, ich weiß noch, am Anfang von der Sretouristisch-Zeit gegen Bayern Alzenau gab es dieses schlimme Eigentor, aber hat er sich super zurückgekämpft, hat ihn überhaupt nicht belastet, kam super zurück und hat seine alte Stärke sehr, sehr schnell wiedergefunden und sofort wieder in den Stammkader gerückt. Also da kann man sich nur freuen. Elias Soriano, der da gerade ein bisschen herber angegangen wurde, es scheint aber alles okay zu sein bei ihm. Kurze Rücksprache noch bei dem Schiri. Aber scheint weiterzugehen für ihn und sportlich geht es hier weiter mit einem Abstoß. Für den FSV Fernwald, das ist immer noch Pierre Kleinheider da im Tor. Und die wollen sicherlich auch nochmal vorne auf sich aufmerksam machen. Im Moment kommen sie aber noch nicht durch. Gut dazwischen gegangen erstmal von Mudichana, davor aber schon abgepfiffen nach der Aktion von Osa Okungbowa. Gibt also den Freistoß für den FSV Fernwald. Kurz ausgeführt. Geht nochmal nach hinten. Ja, die wollen jetzt hier natürlich auch die Sicherheit sich zurückspielen. Ist natürlich auch ein super Test für sie, für die kommende Saison in der Hessenliga. Wird ja 22 Teams in dieser Hessenliga sein. Unter anderem die Absteiger Eintracht Stadtallendorf und Bayern Alzenau. Guter Ballgewinn jetzt erstmal von Davo Tuma. Links rausgespielt in Richtung Grundlinie. Fahne geht leider hoch, aber gut gespielt. Naja, Fahne ist oben. Dennis Hüseyin Barsic, der da im Abseits stand. Beim Zuspiel von Davo Tuma, aber trotzdem gute Idee gehabt. Ja. Wir können eigentlich nicht meckern. Ja, unsere Jungs da hinten, die dürfen jetzt hier die Außenbahn nehmen. Also hinterm Gestrüpp laufen sie entlang.
Ja, nur der Flauder muss nicht laufen. Der sitzt hier direkt vor uns, gemütlich im Schatten. Ja, umgeben von Freunden. Hat schon das 12. Bier in der Hand. Und die 4. Bratwurst, ja. Das ist natürlich Spaß. Also trinkt nur Wasser. Genau. Genießt hier das Spiel. Naja, kann er mal zuschauen, wie unsere anderen Goalies das heute so machen. Machen einen guten Job bisher. Unser Kapitän Stefan Flauder, mittlerweile ja auch mit der Nummer 1 auf dem Rücken. Ne? So wie es sich gehört. Ja, das Spiel ist so ein bisschen an Fahrt verloren in den letzten 2-3 Minuten. Eben nochmal der Aufreger von Dennis Hüseyin Bašić. Steht weiterhin 3-1 für den OFC. Relativ souverän alles. Ball war im Aus an der Seitenlinie. Gibt also einen Einwurf für den FSV Fernwald. Aber ja, nach vorne beim FSV Fernwald geht nicht mehr so viel, ne? Seit den letzten 20 Minuten ungefähr. Also wir hoffen, dass wir am Samstag auch sauber übertragen können. Warum sage ich, wir hoffen? Natürlich könnten wir das, aber jetzt schauen wir erstmal, der OFC, ja, wieder über rechts unterwegs. Kriegt er den auch tatsächlich? Jetzt kommt die Flanke. Nee, den hat er sich gefischt dort vorne. Ja, warum sage ich aber? Es wurde ein bisschen Gewitter gemeldet. Und das ist natürlich für uns ganz, ganz problematisch, weil dieser Kamerastand natürlich total aus Metall steht, neben dem metallenen Flutlichtmasten. Guck mal hier, der läuft mit hier. OFC-Fan läuft mit. Der macht die Biermeile, glaube ich. Macht er sehr gut mit 2 Bierflaschen in der Hand. Was wir jetzt auf dem Kamerabild drauf hatten, aber wie auch immer. Also jedenfalls, wenn es blitzt und donnert, dann sollte man nicht auf Metall stehen und schon gar nicht neben dem Flutlichtmast, also im höchsten Punkt, schlägt es immer ein. Deswegen müssen wir schauen, ob und wie das gehen kann. Aber wir tun jetzt erstmal so und planen so und arbeiten danach, bauen das alles auch auf, dass wir da am Samstag wieder übertragen können gegen Bergisch Gladbach. Ansonsten nehmen wir die 6 Drohnen, die du zu Hause rumliegen hast. Natürlich. Genau, Bergisch Gladbach, ja, bei Köln, Gebiet. Da wohnt ein Teil meiner Familie, ist tatsächlich ganz lustig, wusste ich gar nicht. Sind die verschont geblieben vom Hochwasser? Ja, ja, ich glaube schon. War ja unfassbar, was da abging. Moreno Giesel auf der linken Seite holt die nächste Ecke raus für den OFC. Na los, das könnte jetzt mal wieder so ein Wachrüttler sein, ne, so ein Standardtor. Ich glaube, da wo Tuma steht wieder mit bereit. Ich kann es gerade nicht sehen, wegen einem Zeltaufbau hier. Aber kurz ausgeführt zu Dennis Hüseyin Bašić. Immer noch mit dem Ball am Fuß. Jetzt kommt die Flanke, die kommt super. Fast den Kopf von Malte Karpstein gefunden. Aber erstmal geklärt vom FSV Fernwald. Gut wieder zurückgegangen von Dennis Hüseyin Bašić, der über die Klinge gerutscht wird. Kriegt die gelbe Karte, der Mann vom FSV Fernwald. Und ja, wird gefoult, Dennis Hüseyin Bašić, muss aber weitergehen für ihn. Tritt weist auf die Zähne. Ja, regt sich da auch so recht auf. Muss nicht sein, so im Testspiel hat er aber, glaube ich, nicht gesehen, dass er da ankam. Also, nächster Freistoß. Ja. Die Sonne ist jetzt fast schon untergegangen, da hinten. Letzte Strahlen noch hier auf dem Feld zu sehen. Und wir sind empfänglich, was das 4-1 angeht. Vielleicht jetzt? Fragezeichen. Frech mit links aus kurze Eck. Das wäre es jetzt. Weiß ich aber nicht. David Tuma schaut auf jeden Fall Richtung Tor. Schaut dann auch mal in Richtung Getummel im 16er. Jetzt kommt der rechte Arm hoch auf den langen Pfosten gezogen. Die Flanke kommt gut, aber gerade noch so über den Scheitel rutschen lassen, den Abwehrspieler. Oh, jetzt läuft er nicht mehr mit hier mit seiner Bierrunde. Da ist er fertig mit seiner Bierrunde. Oh, ich sehe es gerade. Er ist kotzend auf der anderen Seite. Nee, Spaß. Ich glaube, 3 Runden hat er geschafft, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Coole Geste von ihm. Also ich sag's noch ein letztes Mal, wir brauchen eure Unterstützung. 40 Euro, jetzt müssen die Unterstützungsbeiträge wieder eingesammelt werden. Wir sind am Anfang der Saison und wir haben viel, viel vor mit euch, für euch. Und ja, wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. 2x 20 Euro oder einmal 40 Euro oder Dauerauftrag 3,33 Euro. Jetzt kommt die Flanke rein. Und da sitzt er! Tor 4-1. Also, wunderbares Tor. Erzähl's uns nochmal, während wir es uns nochmal anschauen. Das war, glaube ich, der schnellste Kopfball, den ich je gesehen habe. Muss gerade noch mal schauen. Flanke kommt also von rechts reingeschlagen und dann aus 2 Metern Entfernung. Also danke auch an die Bildregie. Besser konnte man es nicht einfangen. Denn ja, hier aus der Großaufnahme, dann in der Totale und dann rechtzeitig hier von der Hintertorkamera. Wie es dann einschlägt,
zack, da ist er drin. Donnerschlag. Ja, wirklich, der schnellste Kopfball, den ich, glaube ich, je gesehen habe. Aber genau, weiter geht's. Also 4:1. Nach vorne gespielt nochmal im Getummel. Ja. Sein, oder? War das Modigliani? Ja, weiß gar nicht. Müssen wir die Wiederholung nochmal sehen. Nee, es war Okungbowa. Okungbowa, ja, mit Okungbowa. Einem absoluten Torpedo-Kopfball aus 2 Metern Entfernung in die Maschen vorm Torwart an den Ball gekommen. Und dann wollte er, glaube ich, ein Loch reinköpfen ins Netz. Also, hat er fast geschafft. 4:1, OFC. Erstes Tor, also auch für Osa Renren. Okungbowa. Ich weiß nicht, ob er jetzt singen muss. Oder ob das was kostet. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Gut, dass er also auch auf die Scorerliste kommt, jetzt schon in diesem Testspiel. Macht sowieso einen guten Job als zentrale defensive Figur. Ebenso wie in der ersten Halbzeit auch Andacic. Hat ein super, super Spiel hingelegt als defensiver Mittelfeldmann. Jetzt laufen sie sich alle aus. Unsere Spieler, gibt noch ein paar Runden lockeres Auslaufen nach dem Spiel. Und weiter geht's mit einem Freistoß für den FSV Fernwald. Natürlich laut bejubelt von der Jungsgruppe hinten hinter den Banden. Die haben Spaß hier. In Lich. Jetzt geht's also weiter. Standard von der linken Seite. FSV Fernwald, kommen sie nochmal ran hier in diesem Spiel. Pfeife ertönt. Flanke kommt mit links in Richtung Elfmeterpunkt. Aber Mike Vetter ist da. Und haut das Ding da mit dem Kopf raus in Richtung Lukas Hermes und von dort nach vorne in Richtung Davut Tuma. Super Annahme, dreht sich noch einmal um sich selbst. Jetzt müsste der Pass irgendwann kommen, aber vertändelt den Ball in der Mitte. Kriegt immerhin den Freistoß zugesprochen. Mudicana macht das Spiel wieder schnell mit dem Pass auf die linke Seite zu Malte Karpstein. Ja, Ball ist beruhigt bei Vincent Moreno-Giesel. Ja, geht erstmal weiter mit dem Pass auf die rechte Seite. Also die Ingrid Appel, sie fragt, wer der Spieler Awak sein soll. Also Awak gibt es hier nicht. Wir haben hier vorhin genannt bekommen Awapi. Chaisa Awapi. Awapi aus der U19, den kennst du? Ja. Bin ich jetzt auch gerade überfragt, muss ich sagen. Also gut, von der rechten Seite Freistoß OFC. Vielleicht doch noch ein Türchen zum 5:1 vielleicht. Jetzt kommt er, reingeflogen, Kopfball, Glanztat. An die Latte und auch noch eine Faust oder eine Hand dabei vom Torwart. Nochmal abgelegt von zu Mike Vetter. Aber gute Flanke, auch ein guter Kopfball von Elia Soriano an die Latte. Und toll mit zurückgearbeitet von Lukas Hermes. Mann, der Junge ist einfach schnell auf der rechten Außenbahn da. Gibt auf jeden Fall alles. Lukas Hermes auch schon gegen Ginsheim 2 Vorlagen gegeben. Beide zu Tuna Dennis auf seiner rechten Außenbahn. Also zeigt ja auch eine sehr gute Leistung. Lukas Hermes, neuer Mann von der zweiten Form FSV Mainz 05. Malte Karpstein jetzt mit dem nächsten Ball in die Spitze. Elia Soriano, der den gut annimmt, gut abschirmt. Und festigt zurück zu Okungbowa, der zusammen mit Mudicana geht in den gegnerischen Raum. Schöner Chipper, Sosin Basic. Und da ist es, da ist das Tor zum 5:1. Super gespielt, Elia Soriano im Endeffekt mit dem Schuss und dem Tor. Ja, Soriano macht das Ding, 5:1. Und da habt ihr es im Bild. Muss er nur noch das Füßchen hinhalten und abstauben. Ja, war ein super Pass in die Schnittstelle in Richtung Hüseyin Basic. Der bleibt cool, legt nochmal rüber und dann natürlich eine der einfachsten Aufgaben in seinem fußballerischen Leben, dieses Tor. Von Elia Soriano. Genau. Also, die Mannschaft aus der zweiten Halbzeit kann es also auch sehr, sehr gut erhöht hier auf 5:1. FSV Fernwald bleibt weiterhin ambitioniert, aber die Kickers haben jetzt Blut geleckt. Denis Hüseyin Basic, der schon wieder vorne mit drauf geht. Und auch viel Druck von Lukas Hermes bekommt der Torwart jetzt, aber super gemacht mit dem Außenriss, ne? Rechts, links rausgespielt zu seinem Mitspieler.
Aber der OFC steht hoch. Die wollen hier gar nicht mehr den FSV Fernwald ins Spiel kommen lassen. Gut gemacht von Okungbowa, der sich den Ball zurückerobert, zusammen mit Elia Soriano jetzt. Auf der rechten Seite Lukas Hermes. Schöner Pass in die Spitze. Nochmal Soriano am langen Eck. Davutuma. Und dann steht 6:1 für den OFC. Jawohl. Also jetzt klingelt es ein ums andere Mal. Und da schaut er ein bisschen bedröppelt. Aber da kann er auch nichts für. Und da hat es eingeschlagen. Gut. Mal super gespielt, definitiv. Im Endeffekt dann Davutuma per Volley im langen Eck untergebracht. Sehr gut gespielt von Hüseyin Barşec und auch von Elia Soriano, dass er die Flanke dann noch rumgekratzt hat an der Grundlinie. Super reingelaufen von Davutuma. Und jetzt haben sie richtig Lust auf Tore schießen. Drei Tore in Halbzeit 1, drei Tore in Halbzeit 2. So kann es gehen. Und wir haben ja noch ein bisschen zu spielen. Ist noch eine gute Viertelstunde. Kann noch was passieren, meinst du, oder? Ja, definitiv. Und es geht auch schon weiter. Wieder mit Tuma im Torschützen. Ist fleißig hier auf linke Seite. Ja, und ihr seht, wir spielen ein bisschen mit der Technik. Das muss nicht jedem gefallen. Wir müssen einfach alles mal ausgetestet haben, gerade auch mit der Hintertorkamera und so weiter. Ja, haben schon positive Rückmeldung bekommen. Dem einen oder anderen gefällt es auch nicht so. Also, wie auch immer. Wir müssen uns das anschauen, wann, wenn nicht jetzt in Tests spielen können und sollen wir solche Sachen einfach mal testen, um für euch immer den Service noch weiter zu erhöhen. Und ja. Ja, eben nochmal einen guten Sprint hingesetzt, hingelegt. Malte Karpstein beim Zuspiel von Muriciana, glaube ich. Malte Karpstein zu Davutuma, der von drei Leuten bearbeitet wird. Ja, das ist dann doch ein Freistoß. Und wir haben enorme Geschwindigkeit, ne? In dieser Saison, würde ich mal sagen, vor allem von den Außen. So Davutuma, Lukas Hermes ist extrem schnell. Ja, auch Breitenbach und Ronny Markus. Und nicht zu vergessen natürlich Jakob Lemmer. Absolute Speedy auf unseren Außenbahnen. Jetzt erstmal Winston Moreno Giesel. Ja, holt die nächste Ecke raus. Aber es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass unsere hier so spritzig unterwegs sind, jetzt auch noch. Klar, es wurde in der Halbzeit gewechselt, das ist richtig. Aber was die Leute ja nicht wissen, was du wahrscheinlich auch nicht weißt, ich war ja heute Morgen an der Geschäftsstelle und der Sreto, der hat die gequält heute Morgen, gequält, ja. Aber wirklich. Also ja, die haben dort in der Mixzone unten und im ganzen Eingangsbereich ein Parcours aufgebaut und die haben dort Krafttraining und Ausdauer gemacht. Unglaublich. Eine Station war, dass man sich an dem Gelände hochziehen musste. Also da waren so zwei kleine Seile, ja, an dem Treppengeländer, ja, der Hammer. Und der Sreto hat einen Gas gegeben da, also das war, ja, und habe ich noch gedacht, wie wollen die heute Abend kicken? Wie wollen die heute Abend noch kicken? Absolutes Trainingslager, einfach einen richtigen Zirkel hingelegt. Hast du mal mitgemacht? Ich habe ja alles vorgemacht, alle Übungen. Damit man auch weiß, wie es richtig geht erstmal. Ja, natürlich. Ja, ja, sehr gut. Alright, ja, das ist unglaublich. Also, das wusste ich natürlich nicht. Super, was sie hier an den Tag legen und jetzt mit 6:1 sogar führen, also... Aber das wird sich alles auszahlen in der Saison, hoffentlich. Also wenn ich wirklich mitgemacht hätte, ja, dann könnte ich jetzt hier nicht mehr sitzen, geschweige denn dort irgendwo ein Meter Loch laufen. Dann hättest du hier so eine Halterung für dein Mikrofon, das könntest du wahrscheinlich noch kaum halten, durch das ganze Krafttraining. Naja, also, jetzt haben wir gut rigoros dazwischen gegangen gegen Okungbowa, aber wird ausgeholfen von Muriciana mit einer super Grätsche. Und dann geht's. Sreto. Komm, weiter. Also er will immer noch Tempo. Pusht sie immer noch. Also mega. Klar, ja, in der Vorbereitung muss man alles austesten. Mal gucken, wie es geht. Wo man sie hinführen kann. Und das wird natürlich sehen. Jetzt erstmal Lukas Hermes. Mit dem Pass auf die linke Seite in Richtung Davutuma, aber gut abgefangen. Geht aber noch und setzt nach. Lukas Hermes hat ja auch gesagt, also er freut sich richtig auf diesen Verein. Richtig geiles Feeling, da freut er sich drauf. Ist auch ein nächster Schritt für ihn, war bisher in diesen Ausbildungsmannschaften bisher unterwegs, jetzt in einem richtigen Profikader. Beweist sich hier sehr gut. Jetzt aber erstmal Flo Boja, den können wir schon von letzter Saison, ja, hebt ein bisschen ab, da will der Schiri kein Foul gesehen haben. Ja, lässt er erstmal laufen. War eigentlich ganz gut auflaufen lassen, aber vielleicht ist er einfach zu früh abgehoben, sagt der Schiri. Naja, Fernwald mit der nächsten Flanke aus dem Halbfeld landet im Nichts, besser gesagt bei Tramontana. Der OFC, wirklich alles im Griff und super Abendstimmung hier in Lich.
tolles Spiel, tolle Stimmung. Super, dass so viele Fans kommen dürfen. Hier auch mal sehen können, wie die Mannschaft sich neu aufstellt. Ja, und es sind so viele gekommen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin tief beeindruckt. Das hätte ich nicht gedacht. So viele Fans. Natürlich kommen viele hier auch aus Mittelhessen, das stimmt wohl. Oder auch aus Osthessen hier angereist. Das ist ja relativ zentral gelegen. Aber ich sehe auch ganz, ganz viele hier, die aus Offenbach kommen, die einfach hergefahren sind. Also das sind Minimum 300, vielleicht sogar 400 Fans hier. Und das ist schon also für so kurzfristig angesetzt. Ja, keiner wusste ja großartig davon. Zack. Ja, und dann hier so viele Leute und die haben alle riesen Spaß hier. Also insofern, tolle Sache hier. Richtig gut. Einfach für jeden ein Gewinn. Dennis Hüseyin-Bacic auf der linken Seite nochmal mit der Flanke. Ja, ja, die rutscht ihm etwas über den Spann. Geht dann bis auf die andere Seite zum Einwurf für FSV Fernwald. Aber der ist einfach super. Also ich kann gar nicht aus dem Schwärmen rauskommen. Dennis Hüseyin-Bacic, der sich hier alles immer reinhaut, jeden Weg geht, mit nach vorne und auch nach hinten gut arbeitet. Also ich bin da sehr zuversichtlich für die neue Saison. Es soll wieder angegriffen werden und ich glaube, es kann viel passieren. Jetzt haben wir nochmal Serkan Firat hier. Viel Spaß beim Interview, Lars. Ich weiß nicht, ob er kommt. Er hat jetzt erst noch ein Gespräch hier mit Fans. Das ist ja auch wichtig, dass man bei solchen Testspielen sich mit den Fans ganz nah auch mal austauschen kann. Und ja, der OFC über links unterwegs. Ja, Serkan, zieh die Fans erst noch vor. Hab ich volles Verständnis. Ja, ist richtig so. Ist auch gut so. Jetzt kommt erstmal noch eine Flanke. Abseits im Endeffekt abgepfiffen. Gegen den OFC. Geht weiter mit dem Freistoß für den FSV Fernwald, die sich hier trotzdem gut zeigen. Die können auf jeden Fall Fußball spielen. Viele gute Aktionen mit dabei, aber im Endeffekt ziehen sie hier den kürzeren. OFC schon sehr souverän, muss man sagen. Beide Mannschaften, sowohl in Halbzeit 1 als auch in Halbzeit 2, machen das sehr, sehr gut und lassen wenig anbrennen. Jetzt vielleicht aber nochmal FSV Fernwald, gute Hereingabe nochmal. Naja, etwas zu steil dann im Endeffekt für den Mann mit der Nummer 12. Legt ihn nochmal ab. Ja, Situation noch nicht ganz bereinigt. Könnte nochmal eine Flanke aus dem Halbfeld kommen. Stattdessen der Ball zurückgelegt. Und die Fernwalder müssen wieder abdrehen. Naja, OFC, das ist alles im Griff. Definitiv. Es sind noch knapp, sagen wir 7 Minuten ungefähr zu spielen, wenn ich richtig liege. Ja, weil wir eben über die 300 bis 400 Zuschauer hier beim Testspiel geredet haben. Aber jetzt der OFC noch einmal über die rechte Seite unterwegs. Soriano, was macht er? Zurück, abgelegt. Hat die Drehung von Hüseyin Bacic, dann zieht er ab, aber erstmal ins Gebälk. Ja, wir haben geredet über 300 bis 400 Fans hier auf dem kurzfristig vereinbarten, sehr, sehr kurzfristig vereinbarten Testspiel. Das fällt mir ein, die Zahl 300. Der FSV hat gesagt, sie wollen diesmal 300 Dauerkarten verkaufen. Oh ja. Da kann ich an dieser Stelle sagen, wir haben heute, glaube ich, 2160 Dauerkarten verkauft. Unglaublich. Das ist so geil. Das ist wirklich so geil. Der Run auf die Dauerkarten. Ich nach einer Woche über 2000 Dauerkarten, ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Wir haben unsere auch schon geholt, liegen zu Hause bereit für die Heimspiele. Freuen wir uns alle schon drauf. Und die Zahlen steigen ja weiterhin, ne? Also, Wir waren noch nie, zu einem so frühen Zeitpunkt so viel Dauerkarten verkauft. Ja, das ist also... Klar, man vermisst und die wollen jetzt einfach noch mehr zeigen, noch mehr da sein, die Fans. Das kann ich einfach nur verstehen. Dauerkarte ist auch das wichtigste Pfund überhaupt, denn nur damit geht es eben ins Stadion, wenn es eng wird. Ne? Also wenn es ganz eng wird, dann geht es eben nur mit der Dauerkarte. Ja. Und das haben wir ja gesehen. Ja, eben auch Corona-bedingt eng, na klar. Ja, genau. Dann ist man, wäre natürlich schön, wenn es auch platztechnisch eng würde irgendwann. Also gegen Rot-Weiß Essen, wie gesagt, über 6000 Zuschauer zugelassen. Jetzt gilt's, ab morgen Vorverkauf. Und wir gehen davon aus, dass wir in der Liga oder auf jeden Fall die 10.000 Zuschauer zulassen können. Das ist ja die bundesweite Regelung, die Hälfte der Stadionkapazität. Und da sind wir noch in finalen Gesprächen mit der Stadt, aber wir sind da zuversichtlich. Ja, denke ich auch. Impfkampagne läuft weiter. Es sollte wirklich alles weiter bergauf gehen. Hoffen wir einfach mal, drücken die Daumen. Nur die Inzidenz nicht und die geht leider ein bisschen bergauf. Ja, habe ich auch schon wieder gesehen. Naja, die soll ja auch nicht mehr so entscheidend sein. Okay. Na gut, dann freuen wir uns mal. Auf jeden Fall. 6400 Fans gegen Essen, das ist schon mal eine Marke. Ich denke mal, das bekommen wir auch voll an einem Donnerstagabend, 29. Juli.
Kann man sich schon im Kalender eintragen, wenn man es nicht schon gemacht hat. Ja, ist ja ganz bald, nämlich genau morgen in einer Woche. Ja, so ist es. Sehr gut ausgerechnet, muss ich schon sagen. Jetzt kommt nochmal FSV Fernwald durchs Zentrum. Naja, aber da ist zu. Ne? Malte Karpstein, der geht dazwischen mit einer Grätsche. Und jetzt kann vielleicht nochmal ein Konter rollen. Lukas Hermes, der hat noch Körner. Über links wäre viel Platz. Macht nochmal einen Haken. Naja, kommt nicht ganz durch. Hat Tuma anspielen müssen. Ja, hat er, hätte er sehen können auf der linken Seite. Da wo Tuma seinen Flügelkollegen, will ich mal sagen. Okung Bova macht den Ball nochmal sicher. Zusammen mit Dennis Hüseyin-Bašić. Also, das gefällt mir schon sehr gut. Davo Tuma auf der linken Seite, zusammen mit Vincent Moreno-Giesel, der wird geschickt bis an die Grundlinie, jetzt kommt die Hereingabe, ja, geringt etwas kurz. Gibt es nochmal einen Einwurf für den OFC. 86. Spielminute. Gute 5 Minuten noch zu gehen. Oh, könnten wir noch einen nachlegen, warum denn nicht? Zreto fordert es auch. Einer mehr als das halbe Dutzend, das wäre toll. 6-1, steht's gerade. Flobo, ja, auf der linken Seite mit Davo Tuma zusammen. Der wird angegangen, bleibt aber am Ball, ist extrem ballsicher und auch dribbelstark. Ja, der passt zurück zum alten Karpstein, ist nicht ungefährlich. Trotzdem gut aufgepasst vom Herr der Lüfte, wie wir ihn letzte Saison getauft haben, Malte Karpstein. Hat sich da so ein bisschen in die Leiste gefasst. Hoffentlich ist das nichts Schlimmes. Jetzt gibt es aber nochmal einen Freistoß für den OFC. Und das aus vielversprechender Position. Winkel vielleicht etwas spitz für den Direktversuch. Aber ich habe ihn eben noch gepriesen. Herr der Lüfter, er macht sich auf den Weg in den 16er. Schauen wir mal. Freistoß. Das Ganze 28 Meter. Rechte Position. Jetzt hebt er die Hand, da kommt er reingeflogen und Kopfball, links am Tor vorbei. Müsste eigentlich eine Ecke geben, ich glaube da war, ist ein Abstoß. Ich dachte, da wäre ein Spieler von FSV Fernwald als letztes dran gewesen, aber es gibt den Abstoß. Und schauen wir mal weiter, vielleicht passiert ja doch noch was. Wollen wir abschauen. Jetzt erstmal der Abstoß vom FSV Fernwald. Vom Torwart Pierre Kleinheider. Rechts raus. Kommt er noch an den Ball. Gut weitergeleitet. Aber Malte Karpstein passt mal wieder auf. Zusammen mit Osarenrennen Okung Bova. Ist der Ball dann auch gesichert. Gute Grätsche noch in Richtung Ball. Und dann wird Mudicana gefoult. Naja, gibt nochmal einen Freistoß für den OFC. Hinten drin. In der eigenen Hälfte. Mudicana. Langer Ball. Auf die linke Seite in Richtung Vincent Moreno-Giesel. Gut angenommen, den Ball. Ein bisschen versprungen ist er, aber Ball im Aus. Einwurf Fernwald. Ja, unterm Strich muss man sagen, haben die auch ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, definitiv. Also es war aber immer, es war schon sichtbar, dass der OFC einfach eine Klasse höher spielt. Sie haben das 1-0 sogar geschossen. Die Fernwalder lagen in Führung. Mudicana, Neuzugang. Ja. Zu Tramontana. Ja, lagen 1-0 in Führung, aber dann kam auch relativ schnell die Wende. Christian Stark hat ja unseren Torreigen gestartet. Unser Neuzugang mit einem super Treffer. Und dann ging es so weiter. 3-1 ging es in die Pause. Jetzt haben wir in der zweiten Halbzeit auch 3 Tore erzielt. Erstmal ein gelungener Abend. Und das bei dem Zirkeltraining, das du vorhin erwähnt hast. Also hier noch so eine Leistung abzurufen, ist natürlich toll. Und natürlich auch super, wenn Sreto Ristić hier aus dem Vollen schöpfen kann, 22 Mann mitnehmen kann und auch alle wirklich spielen lassen kann. Und so kann er nämlich am besten sehen, wer alles in Frage kommt. Und ich muss sagen, alle zeigen hier eine super Leistung. Flo Bojaj. Links raus zu Moreno Giesel. Lukas Hermes, Doppelpass mit Dennis Hüseyin-Bašić, legt nochmal ab, da ist doch noch das 7-1 und es ist nochmal Davo Tuma. Jetzt haben wir es also, den Schlusspunkt vielleicht in diesem Spiel. Und das war super gespielt, einfach Kurzpassspiel im gegnerischen Strafraum, Dennis Hüseyin-Bašić zusammen mit Lukas Hermes, dann der Pass nochmal zu Davo Tuma und der schiebt ihn mit links lässig ins lange Eck rein, 7-1 also für den OFC. Und wir sind hier schon längst in der Schlussphase. Ich würde mal sagen, das ist ein Job well done.
Und Davutuma trifft doppelt hier am Ende per Volley ins lange Eck. Und dann jetzt nochmal das 7-1. Und das müsste hier eigentlich schon fast der Schlusspunkt sein. Schiedsrichter lässt nochmal anpfeifen. Also wir klären das nochmal auf, was die Ingrid vorhin da gesagt hat. Es muss natürlich Arapi heißen, ganz klar. Aber das ist der Situation geschuldet gewesen, dass der gar nicht auf dem Bogen stand und wir haben es nur zugerufen bekommen. Und dann handschriftlich müssen wir das jetzt hier entziffern. Also deswegen haben wir vorhin Afabi gesagt, aber es ist natürlich Arapi, ganz klarer Fall, hiermit aufgeklärt. Alles klar. Jo, vielen Dank für die Hintergrundrecherche. Auf jeden Fall auch von unserer Stelle. Geht nochmal weiter mit einem Einwurf für den FSV Fernwald, die übrigens ihr letztes Spiel 7-2 gewonnen haben. Heute müssen sie einen 1-7 schlucken gegen den OFC. Sehr spontane Spielansetzung. Super, dass es hier geklappt hat gegen den FSV Fernwald beim VfR Lich. Mit tollem Catering, mit vielen, vielen Fans. Es war insgesamt ein super Fußballabend, hat einfach Spaß gemacht, das Wetter hat gestimmt. Und jetzt ist auch der Schlusspfiff ertönt. Das war's. Der OFC gewinnt 7-1. Tolles Testspiel. Ich sage danke an mein tolles Team hier. Ohne Mikro verabschiedet sich Lars Kistner. Und Marius Schnelker. Vielen Dank.